Hallo und herzlich willkommen zum virtuellen Tag der offenen Tür der Landesschule Pforta im Januar 2021. Besondere Zeiten, besondere Bedingungen. Wir haben hier im Besucherzentrum ein kleines Fernsehstudio aufgebaut und wollen jetzt in rund einer Stunde mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen, um euch etwas zu Pforta zu den Möglichkeiten zu erzählen, die wir hier in Pforta bieten können. Ich bin Matthias Haase, ich bin ehemaliger Schüler und Vorsitzender des Alumni, des ehemaligen Vereins und arbeite sonst als Radiojournalist und darf heute hier diese Runde moderieren. Wir sind übrigens auf allen Wegen heute für euch und für eure Eltern da, bei Facebook im Livestream, bei YouTube im Livestream und auch unsere Instagram-Schülerinnen und Schüler beantworten eure Fragen auf dem Instagram-Channel von Landesschule Pforta.de. Und später am Ende unseres Live-Talks werde ich darüber sprechen, mit welchen weiteren Möglichkeiten Sie als Eltern in Kontakt, in ganz direkten Kontakt mit der Schule treten können, zum Beispiel telefonisch oder über Chat- und Internetforum. Wir haben heute den Rektor der Landesschule Pforta, Thomas Schödel, in der Runde auf meiner linken Seite oder im Bild rechts. Daneben sitzt Isabel Archlepp, sie ist Schülerin in der Klasse 11S. Auf meiner rechten Seite ist Friedrich Otto, er geht in den naturwissenschaftlichen Zweig, auch 11. Klasse. Und Vivien Lange ist Lehrerin für Ethik und Geschichte und eigentlich auch Latein, aber ich weiß nicht, Latein unterrichten Sie gerade nicht, aber wir können auch darüber gern sprechen. Aber das Wichtigste, das sind natürlich eure Fragen, denn wir wollen ja alles beantworten, was potenzielle Bewerberinnen und Bewerber fragen wollen, zum Schulalltag, zum Lernen, zum Leben, zu den Unterrichtsfächern, zur Klassengröße. Alles, was ihr wissen wollt, postet ihr einfach bei Facebook direkt unter den Livestream oder in den Chat bei YouTube. Was wir nicht schaffen an Fragen hier direkt im Stream zu beantworten, das machen wir dann auf alle Fälle im Nachgang noch. Dann werden wir nochmal streamen, denn wir haben ein Response-Team. Das sind eine Lehrerin, Juliane Hertling und Helene Böhmert. Die sitzen an den Rechnern und verfolgen jetzt die Posts, die von euch kommen, geben die Fragen hier rein und werden dann auch im Nachgang noch weiter Fragen in einem zweiten Live beantworten. So, und jetzt haben wir genug geredet. Ich hoffe, wir sind gut zu sehen überall. Wenn das Bild mal stockert, kein Problem. Hauptsache, wir sind gut zu hören. Und jetzt wollen wir euch unsere Schule erst einmal im Film vorstellen. Ich sage Film ab. Schulpforte liegt etwa in der Mitte Deutschlands, im südlichen Sachsen-Anhalt, in der Nähe zu Sachsen und Thüringen. Trotz guter Verkehrsanbindung ist das einstige Klostergelände bis heute ein in sich abgeschlossenes, von der früheren Klostermauer umgebenes Areal im Saaletal, direkt vor den Toren der Stadt Naumburg mit seinem weithin bekannten Naumburger Dom. Die Landesschule Pforta ist eines der ältesten und traditionsreichsten Internatsgymnasien in Deutschland, das zahlreiche Gelehrte und Geistesgrößen hervorbrachte. Fichte, Klopstock, Ranke, Nietzsche und Möbius gehören zu den prominentesten. Die historischen Gebäude mit Abtskapelle, Kreuzgang, Klausur, Klosterkirche und dem neogotischen Schulhaus aus dem 19. Jahrhundert verleihen dem Schulort ein gewisses Harry Potter-Feeling. Dennoch atmet Pforta nicht nur Geschichte, sondern zeigt sich auch modern und vor allem quicklebendig. Rund 300 begabte und zu Leistung bereite Schüler aus Sachsen-Anhalt und aus allen anderen Bundesländern lernen ab Klasse 9 in den drei inhaltlichen Schwerpunkten, die vor Ort Zweige genannt werden: Sprachen, Naturwissenschaften und Musik. Alle Pforteenser Schülerinnen und Schüler leben im Internat, denn die Einheit von Lernen und Leben gilt neben einem hohen Maß an Eigenverantwortung als wichtigster Baustein des Schulkonzepts. Getragen wird die Landesschule Pforta als begabtenförderndes Gymnasium vom Land Sachsen-Anhalt. Daher ist Pforta schulgeldfrei. Die Internatskosten sind mit 250 oder 350 Euro pro Schulmonat moderat und können unter Umständen über Stipendien und Fördermöglichkeiten reduziert werden. Nach dem Abitur in Klasse 12 steht den Alumni Pportenses das breite Feld aller Studiermöglichkeiten offen. Ja, das sieht sehr festlich aus, wenn die Abiturienten zur Exmatrikulation aus der Kirche ziehen und dann ihre letzten Grüße austauschen. So ging das auch im Jahr 2020.
Ein erster Eindruck von der Landesschule Pforta. Ich sage einfach nochmal dazu, wenn es zu Hause bei Facebook oder YouTube irgendwo Probleme mit Bild und Ton gibt, gebt uns ein Signal einfach in den Kommentaren. Auch der Hinweis nochmal, über YouTube haben wir den Eindruck, läuft es sehr stabil, dann einfach die Quelle wechseln und dort kommentieren. Ja, wir wollen vielleicht erst einmal die Frage stellen, Rektor Thomas Schödel, die Landesschule Pforta, für welches Mädchen, für welchen Jungen ist die wie gemacht? Ja, ich denke, unsere Schule ist für junge Menschen, die dort anfangen zu fragen, wo andere aufhören, die sich zur Leistung bekennen, aber auch die Leistung anderer anerkennen, die neugierig, aber auch Neuem gegenüber aufgeschlossen sind und die die Bereitschaft haben, sich in eine Gemeinschaft einzubringen, die sehr tragfähig ist und die vielleicht für das weitere Leben prägend sein wird. Das sind die Jungen und Mädchen, die wir hier gerne bei uns an der kleinen Saale an der Landesschule Pforta begrüßen. Was ich jetzt nicht gehört habe, ist Hochbegabung oder IQ. Das heißt, das sind nicht die Kriterien, nach denen Schüler direkt ausgewählt werden? Man könnte jetzt über IQ und Hochbegabung sprechen und ich denke, dass unter den hiesigen Schülern, zwei haben wir ja heute auch hier in unserer Runde mitsitzen, natürlich auch hochbegabte Schüler dabei sind. Aber für uns ist eigentlich eher ausschlaggebend, dass man bereit ist, aus sich herauszugehen, Mut hat, etwas zu wagen und vor allen Dingen, dass man Interesse hat, mit anderen, mit Gleichgesinnten etwas auf den Weg zu bringen, an das man sich dann auch nach seiner Schulzeit noch sehr lange erinnern wird. Isabel, die nickt hier schon, die bestätigt offensichtlich das, was Rektor Schödel erzählt. Wir werden vielleicht über eure Motivation, euch in Pforta zu bewerben, gleich reden. Ich würde erst noch fragen wollen, es geht immer los in Klasse 9, das heißt, das ist die unterste Klassenstufe, da muss man sich jetzt in Klasse 8 bewerben. Ja, also das ist für uns der Regelfall, dass wir Jungen und Mädchen ansprechen, die jetzt gerade die 8. Jahrgangsstufe besuchen und dann im kommenden Schuljahr in der Jahrgangsstufe 9 hier bei uns als Neupfortenser begrüßt werden können. Die Schule steht aber auch Schülern offen, die vielleicht erst später den Wunsch entwickelt haben, eine solche Bildungsstätte für sich zu erschließen. Man kann bei uns auch in die Jahrgangsstufe 10, aber auch in Ausnahmefällen in die Jahrgangsstufe 11 noch einsteigen. Ausnahmefälle, weil es dann schwieriger wird, in der kurzen Zeit sich noch reinzugewöhnen an das Gemeinschaftsleben in Pforta? Ja. Das Gewöhnen ist vielleicht nicht so das Problem. Jein, würde ich an der Stelle antworten. Die Chancen sind eben unterschiedlich verteilt. Ja. Wer jetzt neu in die Jahrgangsstufe 9 kommen möchte, da stehen in der Regel pro inhaltlichen Schwerpunkt 26 bzw. bei den Musikern 24 Plätze zur Verfügung. Bei dem Quereinstieg sind es dann nur die Plätze, die letztendlich frei geworden sind. Das sind in der Regel ganz, ganz wenige. Oder wo wir noch die Möglichkeit haben, aufzustocken. Aber da reden wir eben über kleine Kontingente. Also das heißt, die größeren Chancen einfach mal in Klasse 9, weil mehr Plätze zur Verfügung stehen. Aus welchen Regionen kommen eigentlich die Bewerber? Also die Bewerber selbst kommen aus ganz Deutschland. Wir sind auch sehr froh, dass wir ein so großes Spektrum an Interessenten haben, dass sich hier die Jugend aus allen Bundesländern der Republik trifft und gemeinsam in den Austausch tritt. Letztendlich ist die Vorgabe aber so, dass mindestens die Hälfte unserer Schüler immer aus dem Bundesland Sachsen-Anhalt kommt. Aber diese Bandbreite, die da noch bleibt, bietet, glaube ich, genügend Raum, um auch aus dem Süden dieser Republik, aus dem Norden oder Westen hierher an eine wirklich sehr reizvolle Gegend zu kommen, um an einem einmaligen Ort mit seinem ganz speziellen Geist 4 spannende, lehrreiche, inspirierende Schuljahre zu erleben. Man muss dazu sagen, alle Schülerinnen und Schüler leben im Internat und das Internat ist so ein wichtiger Bestandteil des Gesamtpakets. Ja. Also wir bezeichnen unsere Schule auch als Internatsgymnasium und tatsächlich gibt es keine einzige Ausnahme. Jede Schülerin, jeder Schüler ist Internatsschüler. Selbst wer seine Heimatadresse in Schulpforte hat, packt sonntagabends sein Köfferchen, geht ins Internat und verbringt lehrreiche, spannende, inspirierende Tage hier innerhalb unserer Klostermauern.
Isabel, kannst du dich erinnern an deine Bewerbungszeit, als du dich entschieden hast, ich probiere das mal, ich stelle diesen Aufnahmeantrag und gehe zur Bewerbungsprüfung, zur Eignungsprüfung? Ja, schon. Ich war zum ersten Mal beim Tag der offenen Tür schon in der 7. Klasse hier, weil mir Lehrerinnen aus meiner Schule das empfohlen hatten. Und mir hat es hier sofort gefallen und man hatte sofort das Gefühl, hier aufgenommen zu werden von den Schülern, freundlich willkommen geheißen zu werden. Und ja, dann habe ich mich natürlich in der 8. Klasse dann beworben, voller Vorfreude und auch voller Spannung. Spannung, weil man immer nicht weiß, kriegt man den Platz oder nicht? Genau. Am Tag der Prüfung war ich tatsächlich auch sehr aufgeregt. Das hat sich dann aber relativ schnell gegeben. Und ich fand es auch gerade schön, dass da noch Gespräche hinterher waren und man einfach mit gut reingekommen ist. Ich glaube, normalerweise war es immer so, bei den Aufnahmeprüfungen selbst sind auch Schüler im Haus, auch beim Tag der offenen Tür. Das heißt, ihr habt schon vorher Gespräche gehabt, sodass du einen Eindruck hattest, was dich erwartet? Ja, das stimmt. Die Schüler haben einen gleich willkommen geheißen, unten gleich an der Tür und haben einen hochbegleitet, gesagt, ja, macht euch keinen Stress und es wird alles gut. Und ja, so ist es dann auch geworden. Und zusätzlich Kraft gegeben hat mir dann auch noch so ein kleiner Glücksbringer, den ich mir am Tag der offenen Tür selbst schon mitgenommen hatte. Ich weiß nicht, haben wir das in der Kamera? Dreieck. Das müssen wir mal zeigen. Das ist so ein kleines ausgedrucktes Schulpforte-Logo. Genau. Da warst du also noch nicht Schülerin und hast dir das als Talisman gekauft. Ja, und das hat mir tatsächlich auch sehr viel Kraft gegeben und geholfen. Und als dann endlich der Brief kam, ja, habe ich mich natürlich gefreut. Und okay, ich habe jeden gebeten, in der Runde etwas mitzubringen. Also wir werden heute noch mehr Dinge sehen und hören. Friedrich, wie war das bei dir? Dann war also die Aufnahmeprüfung bestanden und nach den Sommerferien fand dann, das heißt ja hier Immatrikulation, ist alles sehr festlich, fand diese Immatrikulation statt. Hast du da noch Erinnerungen daran? Wie war das? Ja, also es war auch besonders feierlich, da in die Kirche zu gehen. Es war richtig emotional. Es ist ja kein Gottesdienst, also man geht da nicht mit Gesangbuch oder so rein, sondern das ist quasi wie eine riesige Aula dann. Ja, aber das ehrt einen auch zu wissen, dass da hunderte Schüler vor einem schon immatrikuliert wurden, auf die gleiche Art und Weise, sich dann in das Goldene Buch einzuschreiben. Das ist schon ein besonderer Moment. Steht ein Tisch in der Mitte, dann ist das Immatrikulationsbuch darauf und es gibt Fotos vorn. Wie ging es danach weiter? Ihr habt eure Zimmer bezogen? Das haben wir tatsächlich schon vor der Immatrikulation gemacht. Und dann am Abend, glaube ich, haben wir uns erstmal im Internat so abgesprochen, uns kennengelernt. Und auch in den nächsten paar Wochen, Monaten, habe ich mich unglaublich schnell eingelebt. Hattest du kein Heimweh? Tatsächlich hatte ich kein Heimweh. Woran liegt das? Weil ihr Handys habt und immer mit den Eltern dann Nachrichten austauscht? Oder? Ich denke, wir sind sehr schnell als Gemeinschaft zusammengewachsen. Wir sind eine Klasse geworden. Aber auch außerhalb der Klassen, auf unseren Fluren und den Internaten. Okay. Die erste Zeit hat ja so ein bisschen noch was von Ferienlagerstimmung. Viele sagen, jetzt ist Hogwarts dran, wir machen das wie bei Harry Potter. Und irgendwann kommt ja auch ein bisschen der Alltag. Wie lange dauert das denn, bis so die Neuntklässler sich so zusammengefunden haben, dass sie neben diesem Gefühl, ja, wir kommen im Internat und in unseren Zimmern zurecht, auch mit dem Lernen zurechtkommen? Denn es geht ja dann auch ein bisschen zur Sache. Definitiv, aber es ist sehr unterschiedlich natürlich von Schüler zu Schüler. Friedrich hat sich sehr schnell eingelebt, aber normalerweise sagt man, ein halbes Jahr brauchen sie schon, um sich wirklich an alles zu gewöhnen. Es ist natürlich auch ein straffer Zeitplan, den sie haben, bis zu 10 Stunden Unterricht pro Tag. Dann das sogenannte Silenzium, was für viele gewöhnungsbedürftig ist. Das müssen wir erklären, das ist eine Hausaufgabenzeit am Nachmittag. Von 17 bis 18.15 Uhr, wo die Schüler wirklich angehalten sind, in ihren Zimmern Hausaufgaben still zu bearbeiten, damit alle mal zur Ruhe finden, auch nach diesem langen Tag. Und dann beginnt eigentlich erst die eigentliche Freizeit. Was natürlich auch noch dazu kommt, ist dann die Ordnung in den Zimmern. Das ist auch eine Herausforderung, sich erstmal zurechtzufinden. Man wohnt auf einmal mit 2 Personen mehr auf dem Zimmer, muss sich sortieren und das braucht Zeit. Mama kommt nicht staubwischen, man muss ein bisschen selber Hand anlegen. Da kommt donnerstags der Lehrer und sagt, also das ist noch nicht sauber und das funktioniert noch nicht und da hast du wieder nicht gewischt und da würde ich auch noch mal lang wischen. Das ist durchaus gewöhnungsbedürftig. Wir werden über die Rolle der Lehrer im Internat nachher noch sprechen, denn das ist so eine Besonderheit in Schulpforte, dass Lehrer auch ihre Aufgaben einmal im Internatsdienst haben, aber auch als Hauseltern, das werden wir nachher noch besprechen. Jetzt wollen wir erstmal zeigen, wie man sich in Schulpforte bewirbt, weil jetzt ist genau die richtige Zeit dafür.
Wenn du einfach mehr willst, mehr Eigenverantwortung, vielfältige Lern- und Freizeitangebote, eine anregende Lern- und Lebensgemeinschaft Gleichaltriger, wenn du Lust hast auf Inspiration durch andere Ansichten und Lebenserfahrungen, dann könnte die Landesschule Pforta für dich genau richtig sein. Als ich hierher gekommen bin, hatte ich zuerst mal das Gefühl, dass die Gemeinschaft halt extrem stark ist und dass der Klassenverband auch viel besser zusammenhält als in normalen Schulen. Auf konzentriertem Raum beflügeln sich hier Talente und Begabungen in vielfältigen Lernfeldern. Von Programmierung bis Theaterspiel, von Chor bis Malerei, von Literatur bis Leichtathletik. Jetzt in der 11. müssen wir alle ein Praktikum durchführen, das wir zum Beispiel an Unis und Hochschulen machen. Und dazu mussten wir uns natürlich alle erstmal bewerben. Dadurch lernen wir, wie man eine Bewerbung schreibt. Und durch dieses Praktikum lernen wir auch die ganzen Unis kennen. Es geht nicht um Inselbegabung oder extreme IQ-Werte, sondern um junge Menschen, die auf dem Sprung sind, die weiter wollen und dafür die passende Umgebung und die passenden Mitschüler suchen. Lernmotivierte, vielseitig interessierte und sozial kompetente Schüler können sich direkt über unsere Homepage ab Beginn der Gymnasialklasse 8 zum Aufnahmeverfahren anmelden. Anmeldeschluss ist im Februar. Zusätzlich brauchen wir dein Motivationsschreiben, einen Lebenslauf und eine Kopie deines Halbjahreszeugnisses der Klasse 8. Detailliert findest du alle Informationen noch einmal auf unserer Homepage. Wichtig ist, du solltest in allen Fächern zumindest befriedigende Leistungen haben. In den zweigspezifischen Fächern solltest du mindestens gute Zensuren nachweisen können. Normalerweise startet das Aufnahmeverfahren Ende Februar, Anfang März mit Aufnahmeprüfungen und der Platzvergabe nach einem Punkteschlüssel. Corona-bedingt gelten in diesem Jahr Ausnahmeregelungen, die auf unserer Webseite nachzulesen sind. Ja, Ausnahmesituation in diesem Jahr wegen Corona auch bei der Bewerbung. Rektor Thomas Schödel, wir sind ja immer noch in Ausnahmezeiten mit der Pandemie. Wir müssen mal dazu sagen, wir haben heute Morgen hier alle einen Schnelltest absolviert, haben den Abstand von 2 Metern eingehalten, damit wir auf der sicheren Seite sind. Und darauf wird in Schulpforta auch jetzt in Pandemiezeiten geachtet. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf das Bewerbungsgeschehen? Ja, also Corona stellt uns vor Herausforderungen, aber wir sind auch gewohnt, Herausforderungen anzunehmen und damit umzugehen. Und wir haben den Prozess des Aufnahmeverfahrens, insbesondere die Absolvierung der Eignungstests, gründlich und intensiv diskutiert und haben uns letztendlich dafür entschieden, doch an dem eingeübten Verfahren aus den letzten Jahren festzuhalten, natürlich mit entsprechenden Anpassungen. Also wir werden alles tun, damit eine Infektion hier im Rahmen der Eignungstests vor Ort verhindert wird. Wir werden nur kleine Gruppen für die Eignungstests zusammenstellen in einzelnen Räumen, werden auf Abstand achten und an dieser Stelle vielleicht auch schon mal die Entschuldigung an die begleitenden Eltern oder vielleicht auch Familienangehörigen. Wir werden zu den Eignungstests leider nur die Schüler in unser Schulhaus hineinlassen können und müssen auf ihr Verständnis hoffen, dass man hier bereit ist, diese Umstände eben mitzutragen. Man kann aber schön spazieren gehen in der Zeit. Also man kann das Gelände erkunden. Die Eltern werden dann wahrscheinlich durch den Park und vielleicht auch die anderen Ecken streifen. Ja, und denken wir, wir sind ja hier vor den Toren einer Weltkulturerbestätte, der Naumburger Dom. Er ist vielleicht da nicht offen, aber ehe man ihn umrundet hat, da ist mit Sicherheit schon die erste Stunde vorbei. Wollen wir nochmal über Termine reden? Wir haben ja jetzt Ende Januar, Anfang Februar. Bis wann muss der Aufnahmeantrag abgegeben sein? Genau. Ich habe mir schon mal den Zettel mit den Daten gegriffen. Regulär vorgesehen ist die Abgabe der Bewerbung bis zum 12. Februar. Und welche Dokumente dort einzureichen sind, das kann man gut auf unserer Homepage nachlesen. Und wir können uns vorstellen, dass in diesem Jahr insbesondere die Bereitstellung des Halbjahreszeugnisses den einen oder anderen vor eine große Herausforderung stellt. Wir wissen, manche Bundesländer werden die Zeugnisse erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgeben. Wir hoffen, dass jeder ein solches Halbjahreszeugnis bekommt. Und deswegen an dieser Stelle die Bitte, sollte zum 12. Februar das Halbjahreszeugnis noch nicht vorliegen, dann bitte trotzdem erstmal die Bewerbungsunterlagen einreichen, das vermerken, dass das Zeugnis noch nachgereicht wird. Und wir werden uns dann mit den betreffenden Familien
in Verbindung setzt. Also die Thüringer zum Beispiel kriegen am 19. erst ihre Winterzeugnisse. Das heißt, die sollen sich trotzdem jetzt am besten schon bewerben und dann, genau, wenn das Zeugnis da ist, das noch hinterher schicken als Kopie. Ja. Ich nenne jetzt auch gleich mal die Termine, die wir bisher geplant haben für die Aufnahmeprüfung. Und selbst wenn zu diesem Termin das Halbjahreszeugnis noch nicht vorliegen sollte, dann würden wir den Eignungstest hier vor Ort schon mal unter Vorbehalt durchführen, müssten dann aber eben immer darauf verweisen, dass das Halbjahreszeugnis eben bestimmte Heraus- oder Anforderungen gerecht werden muss. Da sind wir dran gebunden. Das wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern. Kann man zu diesen Anforderungen was sagen? Ich hatte ja vorhin im Video, haben wir gehört, gute Leistungen, möglichst in den Spezialfächern gute und sehr gute Leistungen und nicht schlechter als befriedigend. Ist das so? Das wäre über den Daumen gepeilt die richtige Antwort. Es gibt eine Ausnahme. Es gibt so einzelne Fächer, wo manchmal eben, sagen wir mal, auch körperliche Eignung eine Rolle mitspielt. Sport. Genau, oder eben auch Kunst. Dort darf es dann im Ausnahmefall auch mal die 4 sein. Wenn man sich nicht für den Musikbereich oder für den Musikzweig bewirbt, darf es auch die Note 4 mal in Musik sein. Aber wir gehen in der Regel davon aus, dass jeder zu guten Leistungen befähigt ist und die eine oder andere 3, wenn es nicht im inhaltlichen Schwerpunkt platziert ist, ist möglich. Und sollte es in anderen Settings hier Nachfragen geben, dann bitte immer bei uns nachfragen, vielleicht auch heute die Telefonsprechstunde nutzen. Da sind die Kollegen vor Ort und können dann auch auf solche besonderen Gegebenheiten eingehen und Fragen beantworten. Ist vielleicht ein Hinweis für diejenigen, die sich unsicher sind, dann kann man heute anrufen, bevor man irgendetwas losschickt und weiß dann schon mal, hat man alles dabei, was man braucht. www.landesschulepforta.de ist die Internetseite, da gibt es dann auch die Telefonnummern. Wie läuft das Aufnahmeverfahren dann konkret? Das ist ja auch zweigabhängig. Genau. Ich würde mal kurz die Termine nennen. Wir planen das erste Aufnahmeverfahren für den Sprachen- und für den naturwissenschaftlichen Zweig am 26. Februar durchzuführen. Für diese Zweige gilt, dass man einerseits einen kognitiven Test absolviert im Rahmen einer Klausur und im Anschluss daran Fachklausuren geschrieben werden. Bei dem naturwissenschaftlichen Zweig bezieht dies sich inhaltlich auf das Fach Mathematik, mhm, und auf einen Text, der aus den Naturwissenschaften entspringt. Bei dem Sprachenzweig ist es so, dass nach dem kognitiven Test einerseits der Schwerpunkt Deutsch und zum anderen der Schwerpunkt Fremdsprache, und hier ist es die Fremdsprache Englisch, weil die letztendlich ja von allen Schülern in der Jahrgangsstufe 8 belegt wird, hier den inhaltlichen Schwerpunkt bilden. Kognitiver Test, das ist was zum Ankreuzen, wo man irgendwie beweisen muss, dass man schnell ist im Kopf? Genau. Also man könnte es auch mit dem Begriff Intelligenztest umschreiben. Es ist allerdings kein reiner Intelligenztest, sondern er enthält Elemente daraus, wo man eben zeigen muss, dass man mithilfe seiner kognitiven Fähigkeiten in der Lage ist, schnell Probleme aufzunehmen und zu lösen. Ich frage mal ganz kurz an Friedrich, kannst du dich an diese Tests noch erinnern? War das für dich jetzt wirklich dann eine Herausforderung? Weil es klingt ja jetzt erstmal ganz schön gewaltig, ja, was da alles zu bewerkstelligen ist. Also es war wie ein IQ-Test, und die sind natürlich auch nicht darauf ausgelegt, dass man alle Fragen schafft, aber jeder gibt sein Bestes und dann. Okay. Und die anderen Sachen, die du bearbeiten musstest jetzt im naturwissenschaftlichen Sektor, war das für dich schwierig? Hast du dich darauf vorbereiten müssen? Also es war ein Mathe-Teil. Da ich aber schon immer mathematische Aufgaben gelöst habe, war das kein Problem für mich. Und ein chemikalischer Text, ich glaube, über die Vulkanisierung von Schwefel. Die Vulkanisierung von Schwefel? Nicht von Schwefel. Aber nein. Vergessen. Darf man nach 3 Jahren in der Schule. Von Gummi. Hast du noch Erinnerungen dran an die Englischaufgaben, die dir gestellt wurden? Ja, es war auf jeden Fall eine Mediation dabei. Und ich glaube, es ging um irgendwas mit einem Hotel buchen in Bezug auf Naumburg. Aber genau weiß ich es auch nicht mehr. Es war so schnell wieder rum. Und ja. Thomas Schödel, wie ist das? Welche Rolle spielt dann der eigentliche Aufnahmeprüfungsteil und welche Rolle spielt das Zeugnis? Wie wird das gewichtet? Ja, also die Wichtung ist vorgegeben. Der kognitive Test, der hier gerade ja nochmal erläutert wurde, umfasst bei der Bewertung 40%, die Fachklausuren in Summe 50%.
Und der Durchschnitt des Halbjahreszeugnisses, der macht dann die verbleibenden 10% aus. Das heißt, wer jetzt keine Supernoten mitbringt, kann über die Aufnahmeprüfung beweisen, dass es richtig drauf hat und bekommt dann eben auch einen entsprechenden Punktewert. Und anhand des Punktewertes werden die Plätze vergeben? So ist es. Ja. Also tatsächlich ist der Teil, den man hier bei uns vor Ort leistet, ausschlaggebend für die Rangfolge, die nachher über die Aufnahme entscheidet. Das Zeugnis ist mehr oder weniger die Eingangshürde, die man überspringen muss, um für den Eignungstest zugelassen zu werden. Aber diese Hürde ist natürlich nicht niedrig gehangen, wie wir vorhin gesehen haben. Die muss man eben auch erstmal bewältigen. Wenn man sich für Schulpforta entscheidet, für die Landesschule Pforta, sind doch sicher auch ein paar soziale Kompetenzen wichtig, um am Ende hier bestehen zu können. Guckt die Schule da drauf oder gibt es da Gespräche mit den Eltern, wo man so ein bisschen abfragt, passt das wirklich oder könnte das sein, dass das ihr Kind überfordert oder dass es dafür nicht so gut geeignet ist? Ja, also am besten könnte man das jetzt festmachen eigentlich an dem Musikzweig, auf den müssten wir noch ganz kurz eingehen, denn dort läuft der Eignungstest doch etwas anders. Mhm. Wir haben es hier mit Einzeltests zu tun, wo insbesondere die Musikalität der Bewerber getestet wird. Und ich könnte mir vorstellen, auch da gibt es sicherlich Interesse, was sind hier die Schwerpunkte, die vor Ort abzuleisten sind. Zum einen bringt der Bewerber ein vorbereitetes Lied mit, was er vorträgt. Er kann auch ein Instrument vorspielen. Das ist optional. Wer also schon ein Instrument spielt, kann das dann in dieser Prüfung auch demonstrieren. Klaviere oder braucht man nicht mitzubringen, die haben wir vor Ort. Ansonsten würden wir aber darum bitten, das eigene Instrument hier mit nach Schulpforta zu bringen. Wer aber bisher noch kein Instrument spielt, es hier aber lernen möchte, der würde natürlich in diesem Teil erstmal aussetzen können und kann darauf verweisen, dass er hier dann auch eine Instrumentalausbildung genießen möchte. Klavierunterricht ist in 9 und 10 auf jeden Fall verpflichtend. Und dann geht es noch um die zwei Komponenten. Hat man ein grundsätzliches Musikverständnis? Mhm. Kann man Noten lesen beispielsweise? Und ist das Gehör so ausgeprägt, dass man dann auch stimmlich oder am Instrument seine Fähigkeiten weiterentwickeln kann, sodass also hier noch geprüft wird, wie das Gehör bereits geschult ist. Also wir halten fest, man muss kein Instrument spielen, aber sollte stimmlich einfach seine Musikalität zeigen können, Verständnis für Noten, für Rhythmus, Tonhöhen haben, so das wären so die Grundsätze. Genau. Ja. So, und jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie ist das mit den sozialen Kompetenzen? Hätten wir kein Corona, dann würden sich an die Prüfung immer Gespräche anschließen, bei den Naturwissenschaftlern und Fremdsprachlern in der Regel in Gruppen. Bei den Musikern ist es immer ein Einzelgespräch mit der Zweigleiterin Frau Jende, wo man natürlich schon erkennt, ist jemand für das Internat aufgeschlossen, kann man dem wirklich einen Wechsel ins Internat empfehlen. Diese Komponente fällt dieses Jahr leider weg. Und hier müssen wir eben darauf vertrauen, dass sich genau die Richtigen für unsere Schule dann entscheiden. Und wenn man im Nachgang dann feststellen sollte, dass die Entscheidung vielleicht doch nicht ganz gepasst hat, naja, dann geht die Welt auch nicht unter. Und da würde ich jetzt mal Frau Lange fragen, ja. So Versagensängste kennt man ja vielleicht, dass vielleicht auch Schüler kommen, die sagen, huch, was ist denn, wenn ich das nicht schaffe? Ist es ein Drama, wenn man nach 3 Wochen oder nach einem Monat oder nach 2 oder 3 Monaten dann sagt, nee, Schulpforta war doch nicht das Richtige für mich? Nein, überhaupt nicht. Also es ist natürlich immer sehr schade und ich jetzt als Klassenleiterin der jetzigen 9S habe leider auch die Erfahrung dieses Schuljahr schon machen müssen. Mhm. Sogar eine Schülerin ist gleich in der ersten Woche abgereist, weil sie einfach festgestellt hat, es ist nichts für mich und das ist auch okay. Man muss sich immer vor Augen führen, die Schüler kommen hierher und werden erstmal mit ihnen fremden Leuten in ein Zimmer gesteckt, so muss man es einfach sagen, und müssen auf einmal so ein Stück ihrer Privatsphäre aufgeben. Das ist für manche Schüler kein Problem und für andere ist es natürlich problematisch. Die Umstellung, neue Lehrer, neue Schule, neue Umgebung, nicht mehr bei den Eltern zu Hause, das ist nicht so einfach und dann kommen die Versagensängste dazu. Es ist natürlich auch ein neuer Anspruch in den jeweiligen Fächern. Das kann durchaus überladen wirken und dann ist es auch überhaupt kein Problem zu sagen, okay, ich habe es probiert, aber es passt einfach nicht. Eine Schülerin hat jetzt zum Beispiel auch vor den Weihnachtsferien gesagt,
es ist nichts für sie. Und das muss man dann leider akzeptieren. Ich versuche natürlich als Internatsleiterin und auch als Klassenleiterin natürlich nochmal guten Mut zuzusprechen und zu sagen, vieles muss sich halt erst ergeben, man findet erst spät eine Routine. Aber man sollte auch niemanden zwingen. Und deswegen lieber versuchen und dann feststellen, okay, es ist wirklich nichts für mich, als von vornherein zu sagen, na, vielleicht lieber doch nicht. Genau. Wir müssen mal ein bisschen nach vorne schauen. Ich schaue auf die Zeit, es ist halb elf und wir haben noch nicht die Zweige vorgestellt. Und wir fangen aber damit jetzt an und sind, glaube ich, zuallererst beim naturwissenschaftlichen Zweig. Wenn dir das Lernen in MINT-Fächern Freude macht, bist du hier genau richtig. Ab Klasse 9 erteilen wir Unterricht in Astronomie und Informatik. Unsere Schulsternwarte bietet zusätzliche Möglichkeiten zur Vertiefung der Kenntnisse und für eigene Forschungsprojekte. Im Tech Lab laborieren und experimentieren Schülerinnen und Schüler teils selbstständig auch nach dem verbindlichen Unterricht. Zusätzlich werden profilbildende Kurse angeboten, zum Beispiel Weinbau, Psychologie, Logik oder analytische Chemie. In Klasse 9 und 10 wird Physik bilingual erteilt. In Klasse 11 absolvieren unsere Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler ein einjähriges Forschungspraktikum, zum Teil auch als Blockpraktikum. Und der Tag der Technik holt jedes Jahr im Herbst Forschung und Wissenschaft von Hochschulen, Universitäten und aus der Wirtschaft an die Landesschule. Die Anfertigung einer wissenschaftlichen Facharbeit wird unterstützt und kann als besondere Lernleistung in die Abiturprüfung eingebracht werden. Natürlich nehmen Schülerinnen und Schüler an Wettbewerben wie dem RoboCup, Formel 1 in der Schule und Jugendforsch teil. Die Landesschule Pforta ist Teil des bundesweiten MINTEC-Netzwerks und der Initiative von Plus MINT. Ja, das war die Tür des Besucherzentrums. Frau Lange musste mal schnell noch kurz aus dem Bild verschwinden und ist aber wieder da in der Runde. Und wir haben unheimlich viele Fragen bekommen. Eigentlich müssten wir jetzt schnell über den naturwissenschaftlichen Zweig reden. Das ist ja die Spezialität eigentlich von Friedrich. Friedrich, welches ist dein Lieblings-MINT-Fach? Also mein Lieblingsfach ist natürlich Mathe. Und danach direkt Physik. Mathe und danach direkt Physik. Und dann gibt es einen Lehrplan. Und machst du dann mehr, als in dem Lehrplan steht? Und wie geht das? Also ich beschäftige mich natürlich noch außerschulisch mit Mathe. Wir haben auch eine Mathe-AG und es gibt allgemein sehr viele AGs. Wenn du jetzt so ein Mathe-Genie bist, dann gibt es da Wettbewerbe, wo du mitmachst? Ja, ich nehme so an ziemlich allen Wettbewerben teil. Zum Beispiel der Mathe-Olympiade, Landesrunde, sogar einmal schon Bundesrunde. Okay. An den Physikwettbewerben, Physik-Olympiade, internationale Physik-Olympiade. Ich nehme an, in eurer Klasse gibt es dann vielleicht genauso ein Genie in Physik oder eins in Chemie oder in Astronomie. Seid ihr dann auch immer gefragt in den Internaten, dass ihr dann immer Rat geben müsst? Oder ich will jetzt nicht Nachhilfe sagen, aber kommt ihr mal an und sagen, oh, hilf mir mal bei meinen Hausaufgaben? Nein, ich würde es nicht als Nachhilfe bezeichnen, sondern wir pushen uns gegenseitig weiter nach vorne. Okay. Und das funktioniert so zufriedenstellend, dass man davon nicht genervt ist? Im Gegenteil, ich kann nicht genug davon bekommen. Ja, das ist schön. Ihr habt ja im MINT-Zweig so verschiedene Sachen, die es sonst nicht gibt. Zum Beispiel die Sternwarte, die ist was Besonderes. Geht da jeder hin oder sind das dann wieder diejenigen, die sich besonders für Astronomie interessieren? Also natürlich werden die meisten beobachten, die sich für Astronomie interessieren. Aber es kann grundsätzlich jeder beobachten. Mhm. Thomas Schödel, wie ist das so mit dieser Besonderheit? Hat nicht jede Schule, dass man eine Sternwarte hat, dass es da einen Refraktor gibt, dass man auch abends aktiv werden kann? Denn dazu muss man ja auch da sein. Das ist ja hier im Internat gegeben. Das ist so eine Spezialität? Ja, also ich glaube, an der Sternwarte kann man das wirklich sehr gut festmachen, welche Möglichkeiten und Optionen eine Internatsschule bietet. Wer den Sternenhimmel beobachten möchte, ist nun mal auf die Nachtstunden angewiesen und auch auf eine Gegend, wo wenig Licht die Beobachtung stört, also dieser sogenannte Lichtsmog. Und wenn es kleine Forschungsaufgaben gibt, zum Beispiel auch in Abstimmung mit der Universität Jena, haben die Schüler schon auch die Möglichkeit, in der Nacht zu nachtschlafender Zeit die Sternwarte aufzusuchen und ihre Beobachtung dort durchzuführen. Die Wintermonate sind weniger gut dafür geeignet, weil sie nicht beheizt ist. Mhm. Aber gerade im Frühjahr und im Sommer lassen sich da wunderbare Beobachtungen durchführen. Und auch so eine gemeinsame Beobachtungs-
Expedition oder Aufgabe schweißt ja zusammen und stärkt die Gemeinschaft. Und ich muss sagen, bei den normalen Tagen der offenen Tür ist das immer ein sehr gefragter Ort. Da wandeln dann alle hoch zu Herrn Schönack, der da mit seinen Schülern das alles präsentiert und vorbereitet. Wir haben sehr, sehr viele Fragen bekommen. Ich versuche jetzt im Schnelldurchlauf mal einige abzuhaken. Kann man denn noch eigene Schwerpunkte setzen oder müssen die naturwissenschaftlichen Fächer zu gleichen Teilen belegt werden? Das ist vielleicht, Friedrich, kannst du einen Teil davon beantworten? Also wir haben natürlich den allgemeinen Lehrplan, aber wir können uns außerschulisch mit verschiedensten Dingen beschäftigen und auch weiterbilden. Kann man ab 11 und 12 da auch irgendwas abwählen oder irgendwas anderes weitermachen? Wie sieht das aus, Thomas Schödel? Gerade in der gymnasialen Oberstufe, insbesondere in der Qualifikationsphase, bieten sich dann Möglichkeiten, individuelle Schwerpunkte durch die Auswahl der Fächer hier zu setzen. Und ich glaube, das machen die Naturwissenschaftler auch, je nachdem. Maria fragt, wie viele Bewerber gibt es normalerweise für den naturwissenschaftlichen Zweig? Ja, was ist schon normal? Also in der Regel sind es mehr, als denen wir letztendlich Plätze anbieten können. Aber ich denke, insgesamt sind die Chancen, wenn man die Hürde der Zeugnisse und auch des Eignungstests erfolgreich übersprungen hat, sind die Chancen, aufgenommen zu werden, recht gut. Genau, also man muss erstmal den Eignungstest bewerkstelligen, das sollte man sich einfach mal geben, das sollte man probieren und dann sieht man, wenn da die Punktezahl reicht, hat man eigentlich ganz gute Chancen, dass man berücksichtigt wird. Es gibt, glaube ich, auch manche, die dann sagen, wenn sie es in einem Zweig nicht schaffen, probieren sie es nochmal im nächsten Zweig. Ja, aber nicht ganz einfach. So einfach ist es nicht, weil man sich im Rahmen der Bewerbung für einen der drei Zweige entscheiden muss. Genau. Isabel, wie bist du denn eigentlich zu der Entscheidung gekommen, ausgerechnet den Sprachenzweig zu wählen? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich tatsächlich erstmal für alle Zweige interessiert, weil ich ja sowohl Instrumente spiele, als ich mich auch für Sprachen und Naturwissenschaften interessiere. Aber letztendlich habe ich dann festgestellt, dass Sprachen mir doch am meisten am Herzen liegen und ja, ich spreche sehr gern Englisch, aber auch die Altsprachen haben es mir angetan. Und in Schulpforte gibt es halt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich meine, an welcher Schule kann man schon Griechisch lernen? Und ich welche Sprachen lernst du? Englisch? Englisch, Latein und Griechisch. Spanisch hatte ich auch mal, aber das musste ich aufgrund der Kursstufe leider abwählen. Aber als AG besuche ich noch Chinesisch. Genau. Wir werden jetzt mal ein bisschen was davon hören, wie das im Sprachenzweig so abgeht und schauen uns mal an, was der Sprachenzweig zu bieten hat. Du bist ein kleines Sprachgenie und fühlst dich wohl zwischen Vokabeln und Wörterbuch? Dann bewirb dich für den Sprachenzweig. Mit Einstieg in Klasse 9 lernst du zu deinen bisherigen zwei Fremdsprachen zwei weitere. Dazu zählen Französisch, Altgriechisch, Latein und Spanisch. Als Arbeitsgemeinschaft wird auch Hebräisch angeboten und in der Oberstufe finden Semesterkurse mit einem Einblick in weitere Fremdsprachen statt. Derzeit Finnisch und Chinesisch. Ni hao. Wow, shi Paulina. Nina und Anna. Hier geht es vor allem darum, ein Sprachgefühl zu entwickeln und mehr Kulturkompetenz zu erwerben. In der Oberstufe kannst du Fremdsprachenzertifikate in Englisch, Französisch und Spanisch erwerben. Wir unterstützen dich bei der Teilnahme an Sprachwettbewerben, organisieren Sprachreisen nach Spanien und stehen in engem Austausch mit unseren Partnerschulen in Frankreich, Polen und Norwegen. So, das vielleicht ein kleiner Eindruck. Übrigens, die Filmsequenzen, die haben wir jetzt nicht extra für diesen virtuellen Tag der offenen Tür gedreht, sondern sie stammen aus Schülerarbeiten, zum Beispiel aus einem Sprachwettbewerb. Da haben sich wirklich alle Fremdsprachen, die in Schulpforte gesprochen werden, an einem Tisch im Kapitelsaal der Klausur getroffen. Wir haben sehr viele Fragen aus den Chats bzw. aus dem Facebook-Stream, der jetzt auch wieder läuft. Welchen Zweig ratet ihr jemanden, der vor allem in Mathe und Chemie Stärken hat, fragt Jake Jake. Das ist natürlich der naturwissenschaftliche Zweig. Und da würdest du auch nicht sagen, aber was anderes probieren, da ist man wirklich bestens bedient mit. Also ich bin bestens bedient, aber wenn man sich zum Beispiel auch noch für Musik bewirbt, kann man sich auf den musikalischen Zweig bewerben. Ja, also aber wer Mathe, Chemie hat, der macht naturwissenschaftlichen Zweig und könnte am Ende sogar ein Stipendium bekommen, denn ich glaube, die Landesschule Pforta ist beteiligt an einem MINT-Stipendienprogramm, Thomas Schödel. Ja, also wir haben einerseits das Stipendium vom Plus MINT, was denjenigen, die dieses Stipendium bekommen, ermöglicht, an besonderen Veranstaltungen daran teilzunehmen. Möchte aber nicht vergessen, auch das Stipendium der Dornier-Stiftung zu erwähnen, was für alle drei Zweige
zur Verfügung steht und wo man sich auch im Rahmen des Auswahlverfahrens jetzt bewerben kann. Einfach mal im Internet suchen, entweder Schülerstipendium Dornier-Stiftung oder Stipendium von PlusMint. Und wenn man sich beworben hat und hier angenommen wird an der Schule, gibt es sogar noch weitere Fördermöglichkeiten. Melanchthon-Stiftung und die Stiftung Schulpforta reichen auch noch Stipendien aus, wo man sich den Internatsbeitrag teilweise unter gewissen Auflagen reduzieren oder erstatten lassen kann. Also Dornier und PlusMint sind vor allen Dingen Leistungsstipendien, während unsere Schulstiftung Schulpforta als auch die Melanchthon-Stiftung hier sozial motivierte Stipendien ausreicht. Wenn also tatsächlich jemand Schwierigkeiten hat, den Beitrag für die Internatsunterbringung aufzubringen, dann stehen Förderer uns zur Seite, die hier unterstützend mithelfen. Also wir sagen nochmal, für Kinder aus Sachsen-Anhalt im Jahr 2.500 Euro für Unterkunft und Verpflegung, und für Kinder, die nicht aus Sachsen-Anhalt sind, wären das dann 3.500. Man zahlt 10 Monate, dann den Monatsbeitrag von 350 Euro. Welche Dauer haben die Aufnahmeprüfungen, möchte Paul wissen? Gefühlte Aufnahmeprüfung, also wie lange hat es gedauert bei dir? Es ging wie ein Flug vorbei, aber ich glaube, der eine Test war so eine Dreiviertelstunde, der andere noch mal eine Stunde. Also nicht. Okay. Also ein Vormittag und man ist mit allem durch. Dann, ich besuche gerade die 9. Klasse und möchte bei einem Wechsel in Pforta die 9. wiederholen. Ist das möglich? Mit welchem Zeugnis muss ich mich bewerben? Fragt Stefan. Ja, also eine Wiederholung des Schuljahres bei einem Wechsel zu unserer Schule ist eigentlich nicht vorgesehen und eigentlich muss ich streichen. Also wir können nur Schüler aufnehmen, die tatsächlich jetzt in der Jahrgangsstufe 8 sind. Sollte es im Ausnahmefall Gründe geben, was ja immer der Fall sein kann, längere Krankheit oder ähnliches, Auslandsaufenthalt, dann empfehle ich, direkt mit uns in Kontakt zu treten. Genau. Dann gibt es eine Einzelfallprüfung und dann muss man sehen, ob Stefan, direkt mit den Eltern telefonisch nochmal heute an die Landesschule wenden. Bis 13 Uhr sind die Kanäle alle freigeschaltet und auf der Seite www.landesschulepforta.de bekommt man die Telefonnummern, wo man mit Lehrern und auch mit Eltern in Kontakt kommen kann. Was genau muss im Lebenslauf genannt werden und muss der handschriftlich verfasst sein? Wer weiß das noch? Wie war euer Lebenslauf? Also handschriftlich, ja, der sollte handschriftlich verfasst werden oder ansonsten einfach, was einen persönlich motiviert hat, herzukommen. Ich bin dann und dann in die Schule gekommen oder dann und dann gewechselt, sondern einfach, was einen selbst interessiert. Und das ist dieses Motivationsschreiben, was noch dazugehört. Thomas Schödel, ansonsten Lebenslauf, Eckdaten? Also Lebenslauf einfach, wie man den per forma kennt, die Lebensdaten aufschreiben. Und das, was Isabel gerade nannte, ist dann das Motivationsschreiben. Ich lese die immer wieder gerne, weil es ist sehr spannend, was junge Menschen bewegt, einen Schulwechsel im Laufe der Jahrgangsstufe 8 oder knapp dahinter hier anzustreben. Und es lohnt sich, glaube ich, auch im Rahmen der Bewerbung selbst mal zu reflektieren, warum möchte man diesen Schritt gehen. Und Selbstreflexionen, die man aufschreibt, sind immer sehr hilfreich. Und ich kann mal so viel verraten, der Rektor erlaubt es sich auch manchmal bei einer Exmatrikulationsfeier, einzelne Sätze aus Motivationsschreiben wieder vorzulesen. Und da spürt man mal, welche Dynamik in dieser Zeit zwischen 8. Klasse Bewerbung und 12. Klasse Abitur liegt. Apropos Exmatrikulation, Immatrikulation. Ich glaube, der Rektor Portensis hat auch etwas mitgebracht, das wollte ich vorhin eigentlich erfragen, nämlich eine Nuss. Ja, also ich bin ja gebeten worden, einen Gegenstand, den ich mit der Schule verbinde, heute zu demonstrieren. Ich habe tatsächlich eine Walnuss mitgebracht. Diese Walnuss habe ich damals, als ich 2012 hier an die Schule kam, den damaligen Schülern, die aufgenommen wurden, also die immatrikuliert wurden, übergeben in Verbindung mit einem Zitat von Goethe, der inhaltlich so viel sagt: Gott schenkt die Nüsse, aber er knackt sie nicht auf. Und es war die Anforderung an die Schüler, sich mit diesem Zitat, aber auch mit dieser Nuss auseinanderzusetzen. Und eine Schülerin gab mir dann später, nachdem sie die Schule bereits verlassen hatte, diese Nuss übrigens völlig unverstaubt und gut poliert zurück, mit einem sehr persönlichen Brief dazu, wo sie nochmal über ihre Zeit in Schulpforta reflektiert hat. Ich möchte den jetzt nicht zitieren, aber die Quintessenz war, dass diese Zeit ihr so viel mitgegeben hat, dass sie auch mit einem zeitlichen Abstand zu ihrer Schulzeit nach wie vor mit großer Begeisterung an ihre Zeit hier
am Fuße des Knabenberges zurückdenkt. Und da ist sie nicht die Einzige. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Ehemalige, die an dieser Schule hängen, die immer wieder hierher kommen. Und wenn es wieder möglich ist, das Schulfest gemeinsam feiern wollen, da freuen wir uns alle schon drauf. Die nächste Frage aus YouTube. Familie Kramer möchte wissen, muss das Zeugnis beglaubigt sein? Muss man da irgendwie... Also wir gehen von der Ehrlichkeit aller Beteiligten aus. Uns reicht die Zeugniskopie und das ist ausreichend. Okay, ich zeige jetzt mal in die Kamera. Wir haben jetzt ungefähr 30 Fragen, die wir noch beantworten wollen würden. Ich sage an dieser Stelle schon mal, wir machen es auf alle Fälle so, dass wir nach dieser Runde nachher noch einmal live gehen bei Facebook und YouTube, um weitere Fragen aus den jetzigen Chats zu beantworten. Denn wir wollen auch noch den Musikzweig vorstellen. Das ist, glaube ich, ein Element, was dafür sorgt, auch ein bisschen den Kit, den Gemeinschaftskit zu bilden im allerbesten Sinn. Und wie das dann aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Du liebst es zu singen und zu musizieren? Dann ist der Musikzweig für dich perfekt. Jede Musikschülerin und jeder Musikschüler erhält kostenfrei eine Ausbildung in Stimmbildung und Klavierunterricht. Ein Zweitinstrument kann bei Kostenübernahme der Eltern weiter unterrichtet werden. Derzeit haben wir dazu externe Instrumentallehrer für Streichinstrumente, Holz- und Blechblasinstrumente, Schlagzeug und Orgel im Haus. Neben dem instrumentalen Ensemblespiel steht die Chorarbeit im Mittelpunkt. Während die Jungen gleich im gemischten Chor singen, teilen sich die Mädchen in den Mädchenchor, Klasse 9 und 10, und den gemischten Chor, Klasse 11 und 12. Spannende Chorprojekte oder Wettbewerbe, Konzerte oder CD-Aufnahmen sind die Höhepunkte im Chorjahr. Für Schüler der Oberstufe ist es möglich, eine Chordirigierausbildung zu absolvieren und zusätzlichen Unterricht im Liedbegleitspiel zu erhalten. Vortragsabende, Exkursionen und Konzertbesuche in Leipzig, Weimar und Eisenach runden das vielfältige Musikangebot ab. Tja, das war das Corona-gerechte Abschiedssingen 2020 im Sommer mit Abstand im Park unter unserer riesigen Platane, die dort wächst und grünt und hoffentlich noch ein bisschen erhalten bleibt. Thomas Schödel, es gab jetzt die Frage, warum sitzt hier kein M-Schüler? Die Frage können wir relativ einfach beantworten. Corona ist schuld. Die 12. Klässler mussten die Schule vor kurzem verlassen und sind jetzt wieder im Distanzunterricht. Und wir haben jetzt auf 2 Schüler zurückgegriffen, die einfach in der Nähe waren und die nicht in Quarantäne sind. Ne? Da kann ich nichts mehr hinzufügen, genau so. Ist das. Kann jemand von einer G9-Schule wechseln? Wir kommen gleich nochmal auf den Musikzweig zurück, aber ich habe so viele Fragen, dass ich versuche, die zu beantworten oder Ihnen die Runde zu geben. Von einer G9-Schule wechseln. Ich bin zurzeit in einer 10. Welche Klasse müsste ich dann im nächsten Schuljahr machen, fragt Mia. Ja, G9, das wäre wieder eine Sache, die individuell zu prüfen wäre. In der Regel spaltet sich ja das dann doch erst ab Jahrgangsstufe 10 weiter auf. Und wer jetzt in der Klasse 10 ist und ein Gymnasium besucht, muss man ja an der Stelle dazu sagen. Das ist Voraussetzung. Muss nicht zwingend Voraussetzung sein. Es gibt ja auch Gemeinschaftsschulen. Ja. Mittlerweile ist die Bildungslandschaft in Deutschland sehr breit. Aber wenn man ein Gymnasium in der Jahrgangsstufe 10 besucht, dann müsste man sich für die Jahrgangsstufe 11 bewerben. Okay. Was ist, wenn man nicht weiß, welcher Zweig passt? Frau Lange, was macht man denn, wenn man nicht weiß, welchen Zweig man aussuchen soll? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde mich erstmal an Hobbys und Ähnlichen orientieren. Okay. Also wenn man ein Instrument spielt, gerne singt, dann auf jeden Fall der Musikzweig. Wenn man natürlich in allen Bereichen sehr gut ist, dann würde ich empfehlen, mit unseren Schülern auch Kontakt aufzunehmen und einfach diejenigen zu fragen, welcher Zweig dann am geeignetsten ist. Zum Beispiel, dass man Friedrich anschreibt oder den per Instagram genau. auch Kontakt aufnimmt. Der Channel wird ja auch von Schülern geleitet und da sich einfach erkundigt, was geeignet ist. Ja, habt ihr noch eine Anmerkung dazu, was man macht, wenn man unsicher ist, Isabel? Ja, also wirklich auch, wie Frau Lange schon gesagt hat, nach den Interessen gehen. Und es gibt ja auch noch ein Forum, auf dem man die Schüler auch ansprechen kann und Lehrer, das die Landesschule Fortau organisiert hat. Da würde ich auch nachschauen oder ja, generell einfach in sich gehen. Und man kann zur Not auch in der 10. Klasse noch wechseln. Okay. Das ist auch möglich. Gibt es das, dass Leute wechseln von einem Zweig in den anderen, Thomas Schödel? Ja, im Ausnahmefall gibt es das wirklich. Es passiert schon, dass jemand mit einer sehr festen Vorstellung hierher kam und dann vor Ort festgestellt hat, dass seine eigentliche Begabung und Berufung in dem
gerade daneben liegenden Zweig verankert ist, aber es ist eher die Ausnahme. Wir haben die Frage passend zum Musikzweig bekommen aus dem YouTube-Chat von, ich kann es leider nicht lesen, jetzt Blick, keine Ahnung, können die Eignungsprüfungen in Musik derzeit durchgeführt werden? Ihr plant das schon? Wir planen das und dort werden auch die entsprechenden Hygienemaßnahmen umgesetzt. Man wird also genügend Abstand zu der Aufnahmekommission haben, 3 Meter Mindestabstand, sodass eben auch ohne Maske gesungen werden kann. Hier gibt es für uns Ausnahmeregelungen, auf die wir dann zurückgreifen. Aber nochmal, unser Ansinn ist natürlich, dass jeder gesund hierher kommt und dann aber auch wieder gesund nach dem Eignungstest die Schule verlassen kann. Und wir werden alles tun, was in unseren Kräften steht, um hier eine Infektion zu verhindern. Und man kann vielleicht auch dazu sagen, es gibt nicht nur die riesengroße Aula, die genutzt werden kann. Es gibt die Chorprobenräume, die genügend Platz bieten, wo die Kommission auf der einen Seite und der Prüfling oder auf der anderen Seite sein kann. Also, können Sie schon absehen, ob es Plätze in der Jahrgangsstufe 11 im naturwissenschaftlichen Zweig geben wird? Nina Eschweiler. Das ist eine Frage, die sehr konkret ist, die sich aber schwer beantworten lässt. Wir werden, das hatte ich vorhin noch nicht erwähnt, auch die Eignungstests für die sogenannten Quereinsteiger, also für die Bewerber für die Jahrgangsstufen 10 und 11, erst zeitlich nachgeordnet ansetzen, sodass wir dann zu dem Zeitpunkt auch konkretere Angaben geben können, wie viele Plätze tatsächlich vorhanden aber sind. Aber ehrlich, man muss ja vielleicht auch mal sagen, wer das wirklich will, der bewirbt sich jetzt eben einfach und riskiert auch die Aufnahmeprüfung zu machen, selbst wenn es vielleicht keine große Chance gibt, einen der vielleicht ganz, ganz wenigen Quereinsteigerplätze zu bekommen. Genau. Wird in der 10. Klasse eine BLF geschrieben? Wer möchte antworten? Das ist eine spannende Abkürzung für sicherlich eine Art wissenschaftliche Arbeit, die in anderen Bundesländern angefertigt wird. Stopp, ich kann das ergänzen. Diese besondere Leistungsfeststellung ist in Thüringen üblich. Das heißt, dass nach Klasse 10 ohne ein Prüfungsverfahren automatisch ein Abschluss der 10. Klasse gewährt wird. Das findet im Land Sachsen-Anhalt nicht statt. Okay. Ist noch ein Schnuppertag geplant, will Paul Paulmann wissen. Also wir haben schon im Blick, dass man natürlich dem Bewerber noch mal einen Einblick in unser Schul- und Internatsleben geben möchte. Und sollte die Pandemiesituation es zulassen, vielleicht dann im Mai oder Juni, werden wir eine solche Veranstaltung ins Auge fassen. Und man muss vielleicht auch mal dazu sagen, die nächsten Tage der offenen Tür, wir hoffen ja, dass Corona irgendwann mal vorbeigeht, finden dann auch wieder hoffentlich präsent statt, sodass man vielleicht schon wie Isabel als Siebentklässlerin oder als Achtklässlerin ganz am Anfang schon mal kommt, um zu gucken. Also man kann da, glaube ich, nicht früh genug anfangen. Kann man das handschriftlich verfasste Motivationsschreiben und den Lebenslauf auch eingescannt per Mail schicken? Ja, also ich möchte noch mal dafür werben, möglichst die Bewerbungsunterlagen online einzureichen. Die entsprechenden Formulare sind auf unserer Webpräsenz vorhanden. Und das würde bedeuten, wenn man den Lebens- oder das Motivationsschreiben per Hand verfasst, dass man es dann einscannt und uns zusendet. Okay, wir kommen noch einmal zurück zum Musikzweig. Das ist vielleicht ganz schön. Wir haben nämlich eine Frage gerade dazu bekommen. Müssen die Musikstücke bei der Aufnahmeprüfung im M-Zweig auswendig vorgespielt werden? Ich glaube, die Antwort kann ich sogar geben. Ich glaube, das ist nicht Pflicht. Ich weiß nämlich noch, wie meine Aufnahmeprüfung war und es hat sich nicht so großartig geändert. Also ich habe damals ein Liedlein gesungen und, glaube ich, auf der Flöte ein Stück gespielt und das Notenblatt mitgebracht. Also Auswendigkeit ist da nicht verlangt. Und ansonsten empfehle ich für die Nachfragen zum Musikzweig und zur Aufnahmeprüfung unbedingt Frau Jende anzurufen und kann auch darauf verweisen, dass in den Schreiben, die den Bewerbern zugehen werden, also in den Einladungsschreiben, dann auch nochmal Hinweise enthalten sind, welche Anforderungen auf die Bewerber gerade im Fach Musik zukommen. Genau. Und vielleicht sagen wir zum Musikzweig noch einmal www.landesschulepforta.de findet man den Kontakt, sodass man heute bis 13 Uhr eben auch mit den Zweigleitern Gespräche führen kann, so wie es halt gerade in der Telefonleitung Platz ist. Ansonsten, und das würde ich vielleicht abschließend zum Musikzweig nochmal sagen, wir haben die Chöre erlebt. Alle, die mit Schulpforte zu tun haben, werden als Ehemalige immer wieder das als Erlebnis hervorrufen. Weihnachtskonzerte, Kreuzgangkonzerte, also der Chor spielt schon so eine wichtige Rolle in der Wahrnehmung?
Ja, also die Chöre sind wichtig, wir haben ja in der Regel zwei, möchte aber auch darauf hinweisen, dass die Instrumentalisten bei uns nicht zu kurz kommen. Wir haben einerseits ein Orchester, was spielt, es gibt auch kleine Ensembles, die sich zusammenfinden und die hier zusammen musizieren. Und aktuell, wie auch in den letzten Jahren immer mal wieder, gibt es auch eine Band, die durchaus in der Region nachgefragt ist, um verschiedene Veranstaltungen musikalisch zu begleiten. Also wer mit seinem Instrument hierher kommt, der wird hier auch genügend Platz finden, um sein Talent zu entfalten. Und selbst an einer Orgel mangelt es uns nicht. Da haben wir gleich zwei anzubieten, sogar eine gut gepflegte Ladegastorgel. Also vom kleinsten Instrument bis hin zum größten ist hier an der kleinen Saale fast alles möglich. Zu der Jazzband kommen wir gleich noch. Das ist heute unsere Studio-Jazzband. Die haben einen Clip vorbereitet, den wir später spielen. Wir wollen jetzt noch schnell Fragen beantworten von Mia. Kann man eine zweite Fremdsprache auch lernen, zum Beispiel Griechisch, wenn man in den Musikzweig geht? Das geht leider nicht. Zu den Fremdsprachen, wir gehen immer davon aus, jeder hat als erste Fremdsprache mittlerweile Englisch. Und als zweite Fremdsprache bieten wir an sowohl Französisch, Latein, Russisch, Spanisch. Und wenn jemand mit einer anderen zweiten Fremdsprache hierher kommt und nicht den Sprachenzweig besucht, dann bietet sich in der Regel noch die Möglichkeit, dass man in der Jahrgangsstufe 9 noch mal neu mit einer zweiten Fremdsprache beginnt, diese dann aber bis zum Abitur fortführen muss. Mhm. Bei den Fremdsprachlern ist es ein wenig anders. Da kann man dann manchmal anstelle der dritten oder vierten Fremdsprache diese dann als zweite fortführen. Aber auch das sind alles sehr spezielle Konstellationen, die immer individuell vor Ort abzusprechen sind. Aber wir könnten vielleicht der Fragestellerin anbieten, dass sie Hebräisch als Arbeitsgemeinschaft macht. Das geht ja, glaube ich, im Nachmittagsbereich. Ja, oder also auf jeden Fall wäre das möglich. Inwieweit eine Anerkennung jetzt als zweite Fremdsprache da möglich ist, das glaube ich, geht nicht. Also das wäre fakultativ. Aber das ist ein fakultatives Angebot. Wie ist eigentlich überhaupt, Isabel und Friedrich, die Überschneidung dann zwischen den Zweigen im Unterricht? Trefft ihr euch dann jetzt manchmal in 11 und 12 auch mit den, also du jetzt speziell mit den Sprachlern und den Musikern und du mit den Naturwissenschaftlern und Musikern, Friedrich? Also gerade jetzt in der 11. Klasse im Kursbereich werden wir nochmal ganz schön durchmischt, weil sich alle individuell nochmal für Natur. Da fragen dich die ganzen Musiker nach Mathe-Themen oder so, oder? Eher selten. Ja, weil sich das dann alles nochmal durchmischt. Ja, also das heißt, ihr habt gemeinsame Kurse und wie ist es bei euch? Welche habt ihr denn zum Beispiel gemeinsam? Also es kommt ganz drauf an. Man hat ja nichts mehr im Klassenverband in der Oberstufe, aber generell, was ich zu den Zweigen sagen würde, dass man sich nicht als S-Zweig als solches versteht, sondern dass man einfach die Schulgemeinschaft steht mehr im Vordergrund. Also man hat mit allen Zweigen Kontakt, mit allen Klassenstufen. Und man hilft sich, man verbringt die Freizeit zusammen. Ein Grund dafür ist das Internat. Und wie schön das Internatsleben ist, das schauen wir uns jetzt wortlos an, aber mit wunderbaren Eindrücken durch fast alle Internate aus der Vorweihnachtszeit. Thank you.
like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. So, das war ein Eindruck von einigen der Internate. Es sind nicht alle dabei gewesen, aber das sind die, die sich in unserem Adventskalender mit Bild vorgestellt haben. Vivien Lange ist nicht nur Lehrerin für Ethik und Geschichte an der Landesschule Pforta, sondern lebt auch hier. Und zwar nicht nur einfach irgendwo mit einer Wohnung auf dem Klostergelände, sondern direkt an einem Internat. Ich sage extra an einem Internat, denn Sie haben schon eine eigene Wohnung. Ich habe eine eigene Wohnung, aber ich wohne auch noch im Schulgebäude mit dem Internat 1, der Klausur, wie sie auch genannt wird, wo die Schüler wirklich im Pyjama und Hausschuhen theoretisch in die Unterrichtsräume kommen, ohne einmal Luft geschnappt zu haben. Ich hoffe, Sie haben sich wenigstens gewaschen. Frau Lange, Sie sind Hausmutter, so heißt diese Funktion. Das heißt, zu den Internaten gehört immer eine fixe Person, die dann nachts auch da wäre, wenn irgendwas wäre? Genau, also von 22.30 Uhr bis 6 Uhr morgens habe ich so genannte Rufbereitschaft. Das heißt, wenn irgendwas mal sein sollte, was selten der Fall ist, aber im Notfall können die Schüler dann zu mir an die Tür kommen, klingeln und dann wird geschaut, was gerade los ist. Also wir hatten den Fall schon mal, dass ein Schüler nachts eine Panikattacke hatte und gezittert hat, hat er am Tag nicht genug gegessen und getrunken und dann wird halt geschaut, was macht man. Und im allergrößten Notfall gibt es dann auch noch den Internatskoordinator, Herrn Xmeier, der auch noch mal da wäre. Okay, das wäre jetzt die eine Funktion als Hausmutter. Gibt es auch Hausväter? Ja, Herr Meinhardt. Internat 5, aber man muss zugeben, es sind mehr Hausmütter als Hausväter. Oder eben auch Familien, denn es gibt auch Ehepaare, die dann zusammen als Hauseltern unterwegs sind, beziehungsweise in einer Wohnung wohnen und beide sind Lehrer. Aber die Lehrer haben sonst auch Aufgaben im Internat. Genau, also die anderen Lehrer, die nicht Hausmütter oder Hausväter sind, die sind dann sogenannte DHLs, diensthabende Lehrer, die von 17 Uhr bis 22.30 Uhr in den jeweiligen Internaten eingeteilt sind. Also das ist dann für ein Schuljahr. Im besten Fall wechseln die auch nicht, sondern bleiben auch gleich. Wir haben jetzt Frau Barth beispielsweise im zweiten Jahr, Frau Wehrmann, die dann halt immer da sind, sozusagen kontrollieren, ob Silenzium eingehalten werden, mit den Schülern reden. Was auch ein großer Vorteil ist, die naturwissenschaftlichen Lehrer geben dann noch häufig Nachhilfe, wenn sie in den Internaten aktiv sind, Frau Apel beispielsweise oder Frau Tonnendorf, die sich dann auch im Abendbereich nach dem Abendessen 19 Uhr mal mit den Schülern zusammensetzen und nochmal über die Chemiehausaufgaben, Physik oder Mathe drüber schauen. Wie ist es denn im Silenzium? Was wird denn da kontrolliert, Isabel, dass man nicht auf den Betten fläzt und was anderes liest oder... Ja, natürlich, man sollte, wenn man was zu tun hat, am Schreibtisch sein und Hausaufgaben machen, sich auf den nächsten Tag vorbereiten. Wenn es einem nicht gut geht, natürlich kann man sich da auch mal hinlegen, aber... Dann geht es allen nicht gut. Nein. Also, ist das sehr streng? Es geht. Also wir sollten natürlich unsere Zeit sinnvoll nutzen. Darauf wird auch geachtet. Ja. Mehr oder weniger wird das getan. Aber wie streng sind denn Regularien im Internat? Ich glaube, es gehört ja viel dazu, dass auf der einen Seite Eigenverantwortlichkeit da ist. Also das heißt, dass die Schüler viel mitbestimmen, entscheiden, aber es auch Regeln geben muss, die eingehalten werden, oder? Also man muss jetzt auch sagen, es war fies, dass Friedrich die Frage gestellt wird, weil er bei mir im Internat wohnt und hätte er jetzt gesagt, dass es sehr streng ist oder sehr offen. Ist schwierig, eine richtige Antwort jetzt zu finden für ihn. Also natürlich, es gibt eine Internatsordnung, wo ganz explizit drin steht, zum Beispiel, wann die Schüler auf dem Zimmer sein müssen. Es ist zum Beispiel so, 16.50 Uhr müssen sie immer im Internat sein, wo sie wohnen, dann 16.55 Uhr auf ihren Zimmern und 17 Uhr beginnt dann das Silenzium, damit sich alle entsprechend vorbereiten können. Dann gibt es sozusagen die Abendzeiten, das ist so getaktet, dass jeder Jahrgang eine Viertelstunde hat, um dann halt auch duschen gehen zu können, um dass die Bäder einfach nicht überfüllt sind. Das wäre
Jahrgang 9 mit 21 Uhr schon Internatspflicht und 21.15 Uhr Zimmerpflicht. Okay, und wenn jemand verstößt, gibt es dann Strafen, oder? Natürlich. Boah, was passiert dann? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal gibt es einen Küchendienst, den man dann zusätzlich machen muss, weil es ist so, dass die Küchen von den Schülern in Ordnung gehalten werden müssen. Das sind nicht die Küchen, die für die grundsätzliche Verpflegung zuständig sind, denn da gibt es das Refektorium, was Frühstück, Mittag, Vesper, Abendessen bereitet, sondern im Internat gibt es nochmal individuelle Küchen, wo Schüler noch sich was zubereiten können. Genau, also in der Klausur gibt es noch zwei Küchen, einmal im Jungsbereich und einmal im Mädchenbereich, und die müssen von den Schülern halt in Ordnung gehalten werden. Dort gibt es einen Ofen, einen Toaster, Wasserkocher, um sich mal einen Tee zu kochen. Die Schüler kochen sich auch abends mal unabhängig vom Speisesaal etwas zu essen. Das muss dann halt in Ordnung gehalten werden, und der Küchendienst hat dann die Aufgabe, in einer Woche zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und wenn das nicht klappt, dann wird der Küchendienst verlängert. Okay. Und es gibt noch andere Maßnahmen. Ich habe gehört, ihr steht jetzt immer mehr auf vegetarisch. Wie ist das denn so? Ja. Ist das ein großes Thema in der Schulverpflegung? Ich weiß nicht, Isabel, kannst du dazu was sagen? Ja, also die Küche geht auf jeden Fall auf alle Gegebenheiten ein, und es gibt vegetarische Angebote, es gibt vegane Angebote, und auch auf Allergien kann Rücksicht genommen werden. Also das funktioniert halbwegs. Und wer da noch nicht glücklich ist, geht abends kochen und macht Spaghetti. Friedrich, wie ist das eigentlich euer Tagesablauf? Wann steht ihr auf? Wie ist so der Schulalltag strukturiert? Also ich meine, frag mal nicht, wann du aufstehst, frag mal, wann Aufstehzeit ist. Also man kann schon sehr zeitig wie Isabel aufstehen. Ich stehe regulär so 6.50 Uhr auf, danach gehen wir gemütlich mit den anderen aus meiner Klasse frühstücken, und dann beginnt schon die Schule, 7.40 Uhr. Okay, die geht bis? Je nachdem, wie viele Stunden man hat, bis 16.40 Uhr. Das klingt wahnsinnig lang. Hat man da Freistunden zwischendurch, in denen man jetzt irgendwas anderes macht, oder warum ist das so ein lang gedehnter Schultag? Also manchmal hat man Freistunden, aber es kann vorkommen, dass man bis zu 10 Stunden pro Tag Unterricht hat. Wie haltet ihr euch da fit? Wasserflasche. Man kann jederzeit ins Internat gehen und zum Beispiel mit Freunden Spiele spielen, Skat zum Beispiel. In der Mittagspause oder in der Frühstückspause, oder? Ja, okay. Weil die Wege sehr kurz sind. Mhm. Und dann kommt man eben sehr schnell zur Entspannung. Also das heißt, also jetzt nach beispielsweise 10 Stunden Unterricht ist nicht mehr viel Luft, dann wird schnell noch Kuchen gefasst und dann geht es schon wieder zum Silenzium? Ja, so kann man das sagen. Es ist schon an manchen Tagen sehr anstrengend. Was ist denn für dich dann der Ausgleich zu all dem? Machst du Sport? Ich schwimme. Das ist jetzt hier natürlich schlecht. Auch nicht in der Saale zu empfehlen. Also wir würden jetzt mal sagen, dann bitte wieder warten, bis das Schwimmbad in Naumburg geöffnet hat. Aber man kann sich in AGs verabreden, man kann sich auch so verabreden. Die Wege sind kurz. Über diese Arbeitsgemeinschaften, Thomas Schödel, sollten wir vielleicht mal sprechen. Also wir sagen jetzt Arbeitsgemeinschaften. Oft sind es einfach lose Zusammenschlüsse von Schülerinnen und Schülern, die irgendwas machen wollen. Ja, also ich würde noch mal ganz gerne bei Friedrich anknüpfen. Sport spielt schon eine große Rolle. Wir haben eine große Sporthalle, aber auch einen Sportplatz. Und man staunt immer, wie stark diese beiden Angebote im Abendbereich ausgelastet sind, weil, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar, man einfach dann auch mal die Möglichkeit braucht, sich auszupowern. Mhm. Und ansonsten, das, was so schön als Arbeitsgemeinschaft bezeichnet wird, das entspricht meist dem Zusammenfinden von gleichinteressierten Schülerinnen und Schülern, dass man sagt, man hat einfach Lust auf ein Thema, was man gemeinsam bearbeiten möchte, oder auf ein Projekt, was entstehen soll. Und wir können da immer nur staunend zur Kenntnis nehmen, mit welchen Themen und Inhalten man sich da beschäftigt und was dabei auch alles entsteht. Das kann im informatischen Bereich, im technischen Bereich sein, aber auch im künstlerischen Bereich. Wir haben bedingt durch die Kirche auch ein sehr intensives religiöses Leben, haben einen Schulpfarrer, der das mit unterstützt. Und da gibt es viele Facetten, auf die man vielleicht zentral gesteuert gar nicht kommen würde, sondern die einfach aus der Sache heraus selbst entstehen und dann das Leben hier vor Ort bereichern. Isabel habe ich vorhin zum Beispiel in einem kleinen Ausschnitt, in einem kleinen Theaterstück gesehen. Das ist in eurer Theaterspielstätte entstanden. Ja, dazu dient das Ludorium, die ehemalige Sporthalle. Die hat super Technik und man kann in der Freizeit halt Theaterstücke proben. Wir hatten das letztes Jahr mal angefangen und die 10N damals auch. Und das war jetzt ein Ausschnitt aus unserem griechisch-Adventskalender. Mhm. Und da haben wir halt die Götter so ein bisschen vorgestellt. Also es gibt
Es gibt alle Möglichkeiten. Und normalerweise wird Theater gespielt für die Schulfeste, dass man was vorbereitet, damit man dann zum Schulfest was zeigen kann. Und dann ist die Bühne da gefragt. Vivien Lange, ich wollte dringend noch etwas fragen. Nämlich, ich habe unten am Sessel ein Buch gesehen. Das haben Sie mitgebracht. Was hat das denn zu sagen? Also das ist eine Zimmerbewerbung. Eine Zimmerbewerbung. Wofür muss man sich da bewerben? Kriegt nicht jeder ein Zimmer? Doch, es kriegt jeder ein Zimmer, aber es ist so, also die neuen Klässler, für die ja die ganze Veranstaltung ist, die werden dann halt zu Beginn des Schuljahres erstmal von uns sozusagen Zimmern zugewiesen. Mhm. Weil wir gehen ja davon aus, dass die sich alle nicht kennen und die müssen dann erstmal mit dieser Situation einfach so leben. Das ist nicht immer ganz einfach, gerade wenn ich meine Klasse mir anschaue, da gibt es einige Viererzimmer, was natürlich gewöhnungsbedürftig ist. Aber nach der 9. Klasse, dann für Klasse 10, 11 und 12, können sich die Schüler gezielt auf eine Zimmer in einem speziellen Internat bewerben. Und das ist eine der ersten Zimmerbewerbungen, die ich überhaupt bekommen habe, eine sehr schöne. Die habe ich auch immer noch in meiner Wohnung stehen. Also die Schüler sind da unglaublich kreativ. Ein Klassenkamerad von Friedrich zum Beispiel hat mir auch ein Zimmer nachgebaut aus Holz. Das war auch, also das wollte ich jetzt nicht mitbringen, aber es ist auch sehr schön gewesen. Aber ich sage jetzt mal, da liegt die Messlatte hoch. Also kriegt nur der ein gutes Zimmer, der sich da richtig ins Zeug legt. Es gibt Kriterien, an denen wir uns orientieren. Das ist natürlich immer sehr schwierig, weil nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Mhm. Aber meistens ist es so, dass wir darauf achten, dass erstmal die Schüler, die schon in dem Internat wohnen, dort meistens wohnen bleiben, einfach auch um Kontinuität zu schaffen. Mhm. Und man muss auch sagen, die Schüler können ja auch Möbel mitbringen. Also sie haben Möbel von uns gestellt, ein Bett, einen Schrank und so weiter, aber dann kommt manchmal ein Sofa dazu oder ein zusätzlicher Schrank oder ein Sitzsack, was ja alles okay ist, weil ich meine, sie wohnen ja auch hier von Sonntag bis Freitag, manchmal halt auch noch jedes zweite Wochenende und dann sollen sie sich auch gemütlich einrichten und um den Umzugstag, der am Ende des Schuljahres stattfindet, etwas entspannter zu gestalten, achten wir darauf, okay, wir lassen sie dann in den Internaten, wo sie schon wohnen oder schauen dann natürlich auch, in welcher Klasse sie sind, weil gerade den Zwölftklässlern soll dann natürlich auch nochmal ein Wunsch erfüllt werden, weil es ihr letztes Schuljahr ist. Ja, man kann sich das dann so vorstellen, dass alle 6 Hauseltern zusammensitzen und dann schauen, wer will wohin und meistens klappt das auch ganz gut. So ein Puzzle, wo man dann die Namen zu den Zimmern schiebt und in der Regel wird immer am Schuljahresende ein Wechsel gemacht, wo man dann also eine neue Zimmerbelegung haben kann. Und meine jetzigen Neuner freuen sich natürlich sehr drauf, dass sie dann mit bester Freundin, besten Freund zusammenziehen können, vielleicht auch aus dem Viererzimmer raus in ein kleineres Zimmer ziehen können. Was gibt es denn? Also es gibt Vierer selten, Dreier häufiger, Zweier meistens und Solozimmer gar nicht. Doch, es gibt wenige Einzelzimmer. In der Klausur gibt es zum Beispiel nur ein Einzelzimmer auf dem Jungsflur und das ist wirklich die Ausnahme. Und ansonsten, glaube ich, gibt es in Internat 5 noch ein paar Einzelzimmer in der Papiermühle. Aber eigentlich versuchen wir immer, die Schüler zu motivieren, dass sie nicht alleine wohnen. Und die Einzelzimmer sind auch Zwölftklässlern vorbehalten, damit die sich wirklich auf die Abiturprüfung dann konzentrieren können, weil die 12. Klasse einfach stressig ist. Für diejenigen, die das Ensemble nicht kennen, wir haben eben gesagt, die meisten Schüler können in Puschen zum Unterricht gehen, die nämlich direkt im Klausurbereich ihr Zimmer haben. Wie weit ist das weiteste Internat vom Schulhaus entfernt? Frau Lange guckt genau dahin. Das sind nämlich nicht viele Meter. Nee, also ich bin gerade am Überlegen. 50 Meter, 100 Meter, so in der Art. Maximal. Genau. Friedrich, würdest du noch mal das Zimmer wechseln wollen, jetzt zu 12? Oder hast du deine besten Kumpels schon gefunden, mit denen du bis zum Ende zusammenbleiben willst? Also ich denke, ich würde gerne in meiner Zimmerkonstellation bleiben. Okay. Ich habe mich von einem Zweierzimmer auf ein Dreierzimmer beworben. Okay. Und das klappt aber nur, wenn es gut läuft. Also wenn jetzt Frau Lange merkt, da passt was nicht, ihr seid Raudis, dann würde sie auch euch nochmal auseinandernehmen, oder? Ich denke mal, es läuft sehr gut. Okay. Wie ist es eigentlich mit diesen Wochenenden? Die Internatswochenenden sind ja nicht ganz unwichtig. Jedes zweite Wochenende kann man in Schulpforte bleiben, muss es nicht. Wer macht das? Also macht ihr das in der Regel schon oder fahrt ihr dann lieber nach Haus? Ich wohne jetzt hier in der Nähe, da lohnt es sich nicht immer. Aber wenn zum Beispiel an Wochenenden spezielle Dinge geplant sind, außerschulische Treffen von AGs nochmal, dann kann man auch gerne da bleiben. Wie machst du es, Isabel? Ja, es kommt ganz drauf an. Also ich wohne jetzt auf einem Zweierzimmer und meine Freundin, die kommt schon ein bisschen weiter her. Deswegen bleibe ich auch oft mit da, damit wir einfach das Wochenende zusammen Zeit verbringen können. Okay. Ausflüge machen und ist einfach schön. Und zu diesen speziellen Dingen, Thomas Schödel, die an Wochenenden angeboten werden, die jetzt Friedrich mal einfach so pauschal hingeworfen hat. Was wäre das denn zum Beispiel? Ja. Also man muss schon ehrlicherweise sagen, ein Wochenende soll auch zur Erholung dienen. Und ich glaube, die Region bietet ja hier viele Möglichkeiten dazu.
Aber wir haben durchaus auch Seminarangebote, beispielsweise die von Ehemaligen, hier dargeboten werden, die immer auf große Resonanz treffen. Es gibt auch eine Seminarreihe speziell zur Vorbereitung aufs Studium, wo junge Absolventen, die entweder sich noch im Studium befinden oder das gerade abgeschlossen haben, ihre Erfahrung aus dem Studienbetrieb weitergeben. Wie organisiere ich mir eine Wohnung? Wie komme ich an Stipendien etc.? Es gibt aber auch Chorproben oder Ensembleproben, die dort stattfinden, Wettbewerbsvorbereitung. Also man kann sagen, auch an den Wochenenden ist das eine oder andere hier im Hause schon los. Genau, jetzt gibt es hier eine Frage, die passt so ein bisschen dazu. Nina möchte wissen, kommen denn auch Schülerinnen oder Schüler aus NRW oder aus Niedersachsen, Stichwort Fahrgemeinschaft, weil man dann vielleicht sich da auch vereinbaren kann. Wie sieht das aus? Ja, also sowohl Nordrhein-Westfalen als auch Niedersachsen ist zurzeit hier vertreten und relativ schnell finden Eltern oder Schüler aus diesen Regionen auch zusammen und verabreden dann gegebenenfalls, wie man den Transport hierher organisieren kann. Ich habe mir sagen lassen, ich weiß nicht, Frau Lange, stimmt das, wenn jetzt jemand einen sehr weiten Anreiseweg hat und findet hier seinen besten Freund, dann fährt er dann auch manchmal lieber mit zum besten Freund hier um die Ecke, damit er eben nicht nach Düsseldorf oder nach Stuttgart oder sonst wohin fahren muss? Ja, das stimmt. Also da gibt es einige Beispiele und wir hatten letztes Jahr auch eine Gastschülerin aus Spanien, die natürlich dann nicht jedes zweite Wochenende zurück in die Heimat konnte und dann wurde die halt auch bei guten Freunden mit aufgenommen. Genau, da spricht man sich mit deren Eltern ab. Wie steht es um die Schulgemeinde? Wir hatten es eben gerade angesprochen, so diese ökumenische junge Gemeinde, die es hier gibt, nach dem Weggang von Frau Huppenbauer-Krause. Das möchte Clara wissen. Ja, also wir haben mittlerweile mit Herrn Schilling-Schön, ein Pfarrer, der hier in Goseck aktiv ist, der die Schule bestens kennt. Ich glaube, drei seiner Neffen haben diese unsere Einrichtung besucht und der sehr, sehr engagiert hier vor Ort tätig ist, ähnlich wie damals Frau Huppenbauer-Krause, einen sehr guten Draht zu den Schülern auch besitzt und für uns neben den pädagogischen Mitarbeitern eine ganz wichtige Person darstellt, weil das sind Personen, die nicht als Lehrer hier an der Schule tätig sind, aber den Schülern auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wo man vielleicht auch mal das eine oder andere besprechen möchte, was nicht unbedingt für Lehrerohren gedacht ist. Das wäre sowieso eine Frage. Was ist denn, wenn es mal ein Bekümmernis gibt, wenn man vielleicht auch eine kleine Depri-Phase hat, weil der Nebel sehr grau ist oder die Sonne nicht über das Saaletal rüberkommt? Mit wem kann man da Kontakt aufnehmen? Wer steht da zur Verfügung? Also Mitschüler, Hauseltern, Kollegen, aber eben auch beispielsweise unser Schulpfarrer, die pädagogischen Mitarbeiter. Wir haben auch einen Schulpsychologen, der gut zu erreichen ist. Er ist zwar nicht hier vor Ort implementiert, kommt aber bei Bedarf. Und ich denke, so findet jeder jemanden, wo er sich in seinem besonderen Fall oder auch in Not hinwenden kann. Genau, aber der Zusammenhalt zwischen den Schülerinnen und Schülern ist, glaube ich, immer die erste Adresse. Jetzt die Frage von Toni. Welche Rückzugsmöglichkeiten gibt es für Schülerinnen und Schüler? Friedrich, wohin zieht ihr euch zurück? Wenn du es jetzt sagst, ist es kein Geheimnis mehr, ne? Allerdings. Privatsphäre, das Thema ist natürlich etwas schwierig im Internat. Man hat sein Zimmer, man kann aber auch spazieren gehen draußen. Ja, viel mehr bleibt einem eigentlich nicht. Also als ich Schüler war, war das immer so, spazieren gehen, durchs Torhaus vorne raus und dann war immer die Frage rechtsrum oder linksrum. Das waren so die zwei Möglichkeiten und dann traf man entweder die anderen Schüler auf der einen Seite oder die auf der anderen. Aber ihr habt, Park ist glaube ich so ein wichtiges Stichwort, oder Isabel? Ihr seid oft gern im Park? Das stimmt, ja. Der Park bietet tolle Möglichkeiten. Es gibt Sitzgelegenheiten und er ist einfach groß, um spazieren zu gehen. Und gleich anschließend tut sich ja der Wald, also mit der Klopstockquelle. Also es gibt schon genug Möglichkeiten, wenn man mal einfach Ruhe braucht und Natur auch. Klingt alles wild romantisch. Ist es vielleicht auch? Ja. Ja. Thomas Schödel, es gibt aber auch sowas wie so einen Club oder so, wo man sich abends trifft? Ja, den gibt es noch gar nicht so lange. Das ist ein Schülerclub für die Oberstufe, wo man auch mal gemütlich beisammensitzen kann, um sich auszutauschen. Und da ist es auch mal erlaubt, ein kleines Glas Bier oder Glas Wein dabei zu trinken. Wie gesagt, vorbehalten bisher der Oberstufe, wird aber von den Schülern sehr gut angenommen und trägt eben auch dazu bei, dass die Freizeit hier auch mal außerhalb des Schulgebäudes und der Internatszimmer mit anderen gemeinsam gestaltet werden kann. Das klingt so ein bisschen danach, es gibt Regeln, aber man versucht die Zügel auch ein bisschen so locker zu lassen, dass man die Eigenverantwortung stärkt und muss dann nur eingreifen, wenn es zu doll ist oder... Ich glaube, das beschreibt ganz gut. Wir geben den Schülern immer erstmal einen Vertrauensvorschuss und hoffen, dass dieses Vertrauen dann auch gerechtfertigt wird.
Und wenn wir in Situationen kommen, wo man sagt, gut, da ist wieder eine Nachsteuerung nötig, na, dann muss die eben leider erfolgen. Okay, also beispielsweise mal mit blauen Säcken in der Umgebung aufräumen gehen. Zum Beispiel. Ich bin aus der Nähe von Naumburg. Ist die Anreise auch montags vor der Schule möglich? Könnte ich dann auch jedes Wochenende nach Hause fahren, fragt Paul. Wie ist das mit der Anreise? Also der erste Teil nein, die Anreise Sonntag, außer es gibt Ausnahmen wie Feiertage oder Ähnliches, wo die Anreise dann beispielsweise am Montag stattfindet, aber reguläre Anreise ist Sonntag bis 21 Uhr. Wenn man zum Beispiel einen Arzttermin hat oder Ähnliches, gibt es dann Freistellungsanträge, die von der Hausmutter oder dem Hausvater genehmigt werden müssen. Aber es ist jetzt kein Grund, nur weil man hier 10 Kilometer entfernt wohnt, jetzt immer erst montags anzukommen, nein. Ist auch nicht gut für die Gemeinschaft. Richtig. Und Friedrich zum Beispiel kommt auch aus der Nähe von Naumburg und der reist auch brav am Sonntag immer an. Genau. Die andere Frage mit den Wochenenden, man ist nicht verpflichtet, jedes zweite Wochenende hier zu sein. Man kann jedes Wochenende nach Hause fahren. Noch eine Frage von Paul Paulmann. Ob es der gleiche ist, weiß ich nicht. Aus dem YouTube-Channel, welche Sport-AGs gibt es? Was macht ihr zurzeit so? Also es gibt Volleyball, es gibt Badminton, es gibt Tischtennis, es gibt Basketball. Friedrich, kannst du mir weiterhelfen? Klettern gibt es, Leichtathletik. Stimmt, die Turnhalle hat so eine schöne Kletterwand, sowohl außen als auch innen. Hm? Mittlerweile gibt es auch Bogenschießen. Bogenschießen. Toll. Und wer dann nicht mehr weiß, der rennt mit dem Alpaka durch den Park. Ja, und es ist ja auch die Sache, dass die Schüler diese AGs leiten. Das heißt, wenn jemand Lust hat, also man kommt hierher, gewöhnt sich ein und hat dann Lust, eine neue Sportart zu integrieren, dann steht das ja dem Schüler auch frei. Mhm. Also okay. Wir lassen da den Schülern freie Hand, was sie gerne machen möchten, solange es natürlich die Rahmenbedingungen. Jetzt habe ich die Alpakas erwähnt. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass Schulz Forte Alpakas hat? Hat dir jemand seine Haustiere mitgebracht? Ja, ich glaube, das kann Frau Lange am besten. Frau Lange. Frau Wehrmann und ich haben vor 2 Jahren eine Umwelt-AG ins Leben gerufen und ein Teilprojekt, was von Frau Wehrmann hauptsächlich betreut wurde, war halt grünes Schulz Forte. Und ja, eine Idee ist halt, dass die Alpakas unter anderem dann den Rasen abgrasen und sie hat sich dann mit dem Tierpark in Bad Kösen zusammengetan und jetzt haben wir 2 sehr niedliche Alpakas, die auch einen therapeutischen Ansatz leisten sollen. Ich habe aber das Gefühl, das funktioniert sehr gut. Ich glaube, dieses Kuschelbedürfnis, dass man mal irgendwo für sich sorgen muss und sich kümmern muss, das übernehmen viele Schülerinnen und Schüler. Ist das geregelt? Wer da füttert? Wer sich da kümmert? Also es gibt auch eine Arbeitsgemeinschaft, es gibt verantwortliche Schüler, die sich darum kümmern. Natürlich muss man bedenken, es läuft gerade erst an. Es ist jetzt erst ein paar Monate, dann durch Corona natürlich auch ein bisschen schwierig zu organisieren. Und pädagogische Mitarbeiterin, Frau Rentsch-Gerber, betreut das hauptsächlich und die ist da voll hinterher und ich muss sagen, es klappt sehr gut und die Schüler sieht man auch öfter, wie sie mit den Alpakas hier durch den Park spazieren. Genau, haben wir im Film ja schon gesehen und wir können sicher sein, auch im Distanzunterricht werden die Alpakas gefüttert, sie sind gut versorgt. Haben die neuen Schüler einen Mentor? Gibt es so ein Tutoren-Mentoren-Verhältnis zwischen den Jahrgängen? Wollt ihr das beantworten, Isabel? Ja, also jeder Elftklässler übernimmt praktisch ein Tutorenkind und ja, es gibt, ja, verbringt Zeit mit dem. Es gibt ein Tutorenwochenende gleich nach den Sommerferien und man kann immer zum Tutoren gehen, wenn man irgendwelche Probleme hat, nicht weiß, wo man hingehen muss. Also man wird in der ersten Zeit sehr unterstützt. Aber Friedrich, es ist nicht festgeschrieben, was da zu passieren hat. Das heißt, es ist einfach eine Zuordnung und jeder guckt, wie er mit seinem Tutor, seinem Mentee zurechtkommt, wie man sich verständigt. Ja, also der Tutor gibt Tipps, mehr auch nicht wirklich. Vielleicht noch so ein paar Impulse, wie man sich einzuleben hat. Ich hoffe auf die freundliche Art und Weise. Auf die sehr freundliche Art und Weise. Und was ist denn so wichtig fürs Einleben? Welche Tipps würdest du denn geben, wenn du jetzt einen Neuntklässler betreuen dürftest? Man muss vor allem, ich durfte ja schon einen betreuen. Ja. Er ist derzeit auch noch in der 9. Klasse. Man soll vor allem offen sein. Mhm. Man soll, das ist jetzt schwierig. Kann man schlecht so in der Öffentlichkeit sagen. Also es entwickelt sich dann wahrscheinlich im Gespräch, wenn man zu zweit ist. Dann, ist dann auch persönlich ein bisschen. Okay. Was durfte man denn zum Einzug in sein Zimmer mitnehmen? Wir haben schon gehört, so Kleinmöbel sind möglich, Bilder an die Wand sind möglich. Noch irgendwas, was zu ergänzen wäre? Ja. Kuscheltiere? Ja, das alles, was man so generell benötigt. Angefangen von Bettwäsche über Büchern. Teppiche, alles, was das Zimmer auch wohnlich macht. Das sammelt sich übers Jahr gut an. Was ich empfehlen würde, sind Vorhänge. Die Vorhänge bringen die Schüler auch selbst mit und um ein bisschen Privatsphäre zu schaffen, sollten Schüler sich immer Vorhänge mitbringen.
Okay, tolle Empfehlung. An einem Ort hier in Schulpforte braucht man keine Vorhänge, das ist der Bandkeller. Da wird Jazz gemacht und es gibt eine Jazzband bestehend aus 12 Klässlern. Und ich sage mal vielen Dank, Luise Wosnick, für dieses wunderbare Video, dass alle Musiker trotz Corona, gerade noch als es hier in Schulpforte möglich war, gemeinsam diesen kleinen Clip gedreht haben. Wir hören jetzt die Red Sox. Die Red Sox mit einem kleinen Stück werden leider nach diesem Schuljahr dann auch Schulpforte verlassen und vielleicht als ehemaligen Band zum nächsten Schulfest kommen, wenn das wieder möglich ist nach der Corona-Pandemie. Jeder in der Runde hatte hier etwas mitgebracht, um uns einen Einblick in das schulische Leben zu geben. Und Friedrich fehlt noch. Er hat Bilder mitgebracht. Ja, ich habe zwei Bilder mitgebracht von unserem Theaterstück aus der 10. Klasse. Das haben wir im Rahmen des Deutschunterrichts durchgeführt und Bilder spielen in Pforte allgemein eine besondere Rolle, weil sie Erinnerungen verewigen können. Okay, und was habt ihr für ein Stück gespielt damals? Es hieß Eros und Psyche, das ist etwas aus der griechischen Mythologie. Ich habe keine Ahnung, ich hatte leider kein Griechisch. Ist es dann, um was geht es? Liebe, Tod, Leben, Hass, Freundschaft? Ja, ich würde es als humorvolles Liebesdrama bezeichnen. Ein humorvolles Liebesdrama. Wie oft konntet ihr das spielen? Leider nur zweimal aufgrund der Corona-Pandemie dann. Musste die letzte Aufführung abgesagt werden. Genau, im Ludorium ist Platz für, ich weiß nicht, 100 oder 200 Leute, die da zugucken können. Die Bühne ist riesengroß. Und ja, es war auch immer sehr voll besucht. Ja, also eigentlich etwas sehr Schönes, das Theaterspiel. Spielt ihr in der 12. Klasse noch ein Stück oder geht es nicht wegen Prüfungen? Also ich spiele jetzt nicht mit, aber es gibt noch eine Theater-AG, in der man immer Theater spielen kann. Okay, und auch Technik, glaube ich, bedienen kann, da kann man dann Ton und Lichttechnik mitmachen. So, wir haben noch ein paar Fragen. Welche Sprachen kann man im naturwissenschaftlichen Zweig belegen? Können wir das nochmal kurz ergänzen? Also es sind in der Regel die Fortführung der ersten und zweiten Fremdsprache. Auch hier gibt es, wie bei allen Fällen, unter Umständen Ausnahmen. Die werden wir jetzt aber sicherlich nicht alle darlegen können. Ich kann immer nur empfehlen, im Nachgang zum Tag der offenen Tür heute nochmal nachzufragen, die Kollegen auch zu kontaktieren. Ich habe jetzt gerade nochmal im Kopf gehabt, die Frage mit der 10. Klasse, geht das nur um die 11.? Ja. Da gibt es auch sehr spezielle Konstellationen, gerade wenn es zum Beispiel jemand ist, der am G9-System steckt und derzeit noch nicht in der Einführungsphase ist, dann müsste er tatsächlich erst bei uns die 10. wiederholen. Aber das sind so viele Sonderfälle, die dann am besten im Einzelgespräch zu klären wären. Genau, und gerade was die Sprachen jetzt beispielsweise betrifft, dann könnte man nämlich auch konkret sagen, welche Sprachen Richtig. Bringt man mit, können die fortgesetzt werden. Also empfehlen wir www.landesschulepforta.de. Dort stehen die Telefonnummern, wo man den direkten Kontakt in die Zweige bekommt. Und da kann man auch nochmal im Chat und im Internetforum sich austauschen. Ansonsten sind über diese Internetseite auch die Eltern erreichbar, denn es haben sich heute viele Eltern bereit erklärt, die gesagt haben, wir stehen auch am Telefon für Fragen zur Verfügung, wenn zum Beispiel Eltern wissen wollen, wer hat den größeren Abschiedsschmerz, die Kinder oder die Eltern. Wie war das bei dir, Isabel? Wer hat sich am meisten gegrämt in den ersten Wochen? Ich denke, es sind wirklich die Eltern, die sich um die Kinder mehr Sorgen machen. Aber hier die Schulgemeinschaft, die hält einfach zusammen und es gibt so viele Dinge. Man ist total abgelenkt und ja, Genau. Aber das gibt sich alles. Und die Eltern arbeiten natürlich auch in Gremien mit. Es gibt die Elternvertretung. Auch darüber werden die Eltern am Telefon Auskunft geben können. Eine Frage würde ich jetzt mal hier noch beantworten in der Runde. Und das wäre die letzte für diesen Livestream. Denn wir wollen im Anschluss dann hier ein bisschen umbauen auf der Bühne. Und dann werden Juliane Hertling, die auch Lehrerin ist an der Landesschule, zum Beispiel für Chemie und die wunderbar chemische Experimente auch in Distanzunterricht streamen kann. Und Helene Böhmert als Schülerin der Klasse 11N.
hier auf die Bühne kommen und direkt aus dem Rechner heraus die Fragen weiter beantworten in einem neuen Livestream. Der wird dann bei Facebook und bei YouTube zu sehen sein. Auf Instagram kriegt ihr Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern der Landesschule Pforta. Die beantworten dort auf alle Fälle heute noch den ganzen Tag eure Fragen. Und bis 13 Uhr, wie gesagt, ist auch Telefonkontakt über die Landesschule möglich. Reicht ein Tablet für den Unterricht? Das ist jetzt mal meine letzte Frage. Also ich würde jetzt behaupten, also ein Stift und ein Zettel wäre schon auch nicht schlecht, aber es gibt, glaube ich, immer mehr, die auch ein Tablet mitbringen, oder? So ist es. Ja, der Weg der Digitalisierung ist klar gezeichnet und der Anteil der Schüler schon vor Corona, die mit Tablets oder auch mit Convertibles oder Laptops gearbeitet haben, hat zugenommen. Und wenn es passt im Unterricht, können diese Geräte auch gerne eingesetzt werden. Ich denke, dass besonders jetzt nach dieser Zeit die Einsatzbreite da noch deutlich zunehmen wird. Wahrscheinlich auch, weil diese Fragen, was kann man übers Internet an Sachen anbieten, an Unterrichtsmaterialien, das lässt sich ja dann auch in den Präsenzunterricht wahrscheinlich integrieren. Ja. Wie macht ihr das, Friedrich? Du hast Tablet im... Ich nutze ganz normal Schulbücher und Hefte. Hey, cool. Und fühlt sich da ein bisschen oldschool, wenn du dann neben anderen sitzt, die da digital arbeiten, oder seid ihr da alle sehr... Naja, manchmal, cool. In manchen Fächern schreibe ich auch mit meinem Laptop mit, aber in den meisten doch per Stift. Okay, Isabel? Ja, ich schreibe auch lieber mit der Hand, aber es kann ja jeder machen, wie er will, und es ist je nachdem, wie es auch zu seinem selbst passt. Also das ist okay. Alles möglich. Und vielleicht kann ich noch mal ergänzen, wenn jetzt die Frage steht, man kommt zu uns, was muss man mitbringen? Am besten erstmal das, was man hat. Und sollte man dann feststellen, dass die technischen Möglichkeiten an der einen oder anderen Stelle nicht ausreichend sind, dann haben wir vor Ort auch Geräte, die wir leihweise erstmal zur Verfügung stellen können, um hier entsprechend Support und Unterstützung zu bieten. Genau. Und die letzte Frage ist eine wunderbare Abschlussfrage. Mathilde fragt bei YouTube, wie ist denn eigentlich die Internetausstattung an der Schule? Können denn die Schüler das Schulnetz mit eigenen Geräten nutzen? Und wir haben jetzt alle so ein breites Grinsen auf dem Gesicht, denn bis vor wenigen Wochen war das, glaube ich, die Gretchenfrage für viele. Da ging eigentlich gar nichts, wenn man nicht seinen eigenen Handyvertrag mit hatte. Wie ist es jetzt, Thomas Schüler? Ja. Also wir haben jahrelang darum gekämpft, ans digitale Breitband angebunden zu werden. Das ist jetzt im letzten Jahr erfolgt und wir verfügen über eine Datenleitung mit einer Bandbreite von 1 Gigabit pro Sekunde. Und seitdem macht auch das Aufrufen von Diensten aus dem Internet richtig Spaß. Und geht auch im Internat, Friedrich? Ja. Funktioniert wunderbar. Wunderbar, okay. Das soll unser Schlusswort sein hier in der Runde. Ich hoffe, wir haben viele Fragen schon jetzt beantwortet. Alle anderen gleich im nächsten Livestream und wie gesagt auch bei unseren Mitschülerinnen und Mitschülern beim Instagram-Kanal und natürlich den Lehrerinnen und Lehrern, die drüben in der Landesschule Pforta sitzen und auf Telefonanrufe warten und gern auch im Chat und im Internetforum Fragen beantworten. Ich hoffe, wir konnten informieren und unterhalten und wir hoffen, dass die Internetverbindung für halbwegs genussvolles Zuschauen gesorgt hat. Und ansonsten freuen wir uns hoffentlich auf viele begeisterte, junge, neue Gesichter zur Immatrikulation 2021. Ich sage danke fürs Kommen heute und wünsche noch ein schönes Wochenende. Es ist Marius im Bild. Doch. Marius. Was machen wir jetzt eigentlich? Was hat er denn für ein... Sehr flauschig. Probiert mal bitte, ich fände das so lustig, wenn die einfach durch die Kamera rennen, so Gabriel und dahinter das Alpaka. Hier, renn mal durch die Kamera, Gabriel.